Yo, was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction, ja. Heute, schneidet euch an, es wird sehr lang. Wir haben hier ein neues Video von Maiskolben, über eine Stunde und 20 Minuten. How I Meet Shaitan, die komplette Auflösung auf Deutsch. Chat sagt, es soll wohl sehr crazy werden, also sind wir gespannt. Lehnt euch zurück, let's go. Ich würde sagen, auf 1,25 haben wir es mal gemacht. Willkommen zu einem nächsten Video oder so, aber eigentlich ist für mich das hier ein Tagebuch, in dem ich meine Gedanken reinstampfe und die ich nicht loswerden kann, bevor ich schlafen gehe. Es waren mal Videos, um nur Geld zu verdienen und so weiter. Ein Mensch entwickelt sich, glaube ich, wenn er älter wird, ins Positive oder ins Negative. Und ob es gut oder schlecht ist, ist die Sicht des Betrachters. Das heißt, je nachdem, wonach du suchst, das findest du dann. Es kann sein, dass für mich dein Leben, was du führst, absolut beschissen aussieht. Und ich denke, boah, was für ein unglücklicher Pisser. Aber ich weiß, dass es alte Stämme gibt in Afrika zum Beispiel, die aussehen, als wären sie nicht glücklich für euch, weil ihr eure Standards habt. Aber sie würden niemals ihre Welt für eure eintauschen. Und das meine ich damit, Leute. Ich habe nur eine Minute reinhören müssen. Omer, danke für den Sub. Ich grüße dein Herz, Bruder. Ich habe nur ganz kurz reinhören müssen, dass ich dir sofort sagen kann, da wird auf jeden Fall der alte Meister zu uns sprechen. Vor allem der, der einfach extrem schlau und gebildet ist. Der ganz genau weiß, wie er zu den Menschen sprechen muss. Wie er die Menge zu sich ziehen kann, Digga. Er kann einfach sehr gut reden. Er kann die Menge einfach zu sich gewinnen. Er weiß, wie das funktioniert. Man sagt, diese Leute sagen ja, der hat wohl Psychologie studiert. Egal, auch wenn es so ein paar Semester waren. Der weiß, wie das geht. Und es ist einfach so. Und dieses Tagebuch, was ich hier gerade führe, seitdem ich wieder zurück bin, führe ich einfach, weil ich zu viele Gedanken habe. Weil ich nicht schlafen kann. Weil gewisse Sachen in meinem Leben passiert sind. Und nicht, weil ich ein Hodja bin oder eine Wichser von irgendeinem Typen, der irgendeine Frau geheiratet und so. Ich bin das Wesen, was ich jetzt bin und jetzt entscheidet, etwas zu tun oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr es nicht wisst, ist es mir eigentlich auch ziemlich egal. Dieses Video mache ich auch auf Deutsch, weil ich mit dieser Frau irgendwie endgültig jetzt so ist. Danke, Omer, danke schön. Es ist gottlos, dass ich sowas erleben musste. Und ich möchte das damit jetzt beenden. Und ab da könnt ihr auch alle denken, lassen, lachen, furzen und machen, was ihr wollt. Aber ich werde hundertprozentig ehrlich von meiner Seele in diesem Video reden und euch auch ein paar Sachen zeigen und vorlesen, weil ihr vieles nicht versteht, weil ich es einfach so poste, weil ich wohl dachte, dass ihr nicht so dumm seid wahrscheinlich. Aber wie es sich herausgestellt hat, seid ihr alle maximal behinderte NPC-Bots. Und deswegen wird Papa jetzt alles so ein paar Mal aufzeigen. Und das Ding ist, ich bin so ein Mensch, ich möchte nicht nachtragend sein, ich möchte lieber verzeihen und ich möchte dich nicht ficken, weil ich mir denke, okay, wenn dir das passiert ist, war das halt dein Wunsch, aber nach Kodum. Und meine Frau habe ich immer auch nicht nur als Körper irgendwie erzogen, sondern auch als Seele. Ich weiß, dass mir jetzt Europa zuschaut. Und wenn ich den Bund der Ehe eingehe, gehe ich ihn nicht als ein Moslem ein. Ich gehe ihn nicht als ein Mensch ein und ich gehe ihn nicht als Super Saiyan ein. Ich nehme ihn als ein Element ein, als eine Energie, als die ich mich sehe, die sich mit einer anderen verschmilzt, die vielleicht ursprünglich schon eins war. Und dann bin ich ja dein ultimativer Freund. Madame. Was bedeutet, dass ich dir helfe, egal wo ich bin. Und ich bin halt so ein Mensch. Oder was ich auch immer bin. Was auch immer du bist. Und wieso auch immer wir diese Dinge auf uns halten müssen, wenn wir reden. Naja, da... Oh, Mann, danke für deine 10er Subbombe. Ich küsse dein Herz, Bruder. Was los? Heute Lohn bekommen oder was, Alter? War ich gerade stehen geblieben? Ich küsse dein Herz, Bruder. Er redet davon, dass er... Also er kann sehr gut reden, ja, ich werde eins mit dir, ein Element und ich bin für dich da, deine Probleme und Sorgen und bla bla. Aber wo war das denn in der Ehe? Über 7 Jahre. Anis redet ja ständig nur darüber, dass du ihr das Leben zur Hölle gemacht hast, dass du nichts für sie getan hast, kein Geld gegeben, kein dies und das. Sie muss dir sozusagen alles für dich tun. Also er lässt Taten nicht sprechen. Er kann gut reden, aber er lässt die Taten nicht sprechen. Aber ich würde gern mit dir eigentlich reden. Bis jetzt bist du aber nur weggelaufen, voller Angst und Furcht. Und nach einem Jahr gibt mir irgendeine übermächtige Dimension in diesem Parallelismus Beweise, die ich nicht sehen möchte. Ich möchte dich aus meinem beschissenen Kopf raus. Und du bist auch raus, aber du kommst wie eine Zecke an mein Arschloch wieder und willst Menschen erklären, dass es mir schlecht geht. Aber natürlich geht es mir schlecht. Ja, ich bin absolut am Sterben, weil ich einen Joint rauche und hier irgendwo im Meer chille, währenddem du einen jüdischen Penis lutscht. Also erstmal war der Teil,
von ich rauche einen Bubatz und Chili haben mehr, eigentlich klingt das sehr entspannt. Bis auf den Part, dass sie ein... Ne? Arian Hox, danke für deinen Sub, oder danke. Aber natürlich, Bro, geht es mir scheiße. Und was mich abfuckt, ist nicht, dass irgendein... So und denkt, dass ich... Klar, musste nicht sein. Das war einfach gerade nur so für mich lustig, weil der redet erstmal über dieses Meer chillen. Ich so, hä, ist doch voll chillig, Digga. Raucht dein Bubatz, chill am Meer. Lebt dein Leben, Bro. Und danach sagt er, ach, egal. Frauenschlage. Bro, wenn ich dir ein Haus kaufe, ein Auto kaufe. Oh, bitte hör auf damit. Zeig uns nicht irgendwelche Rechnungen, Bro. Sie hat doch selber gesagt, du hast ein Auto geholt, nach 2 Tagen war es weg, Digga. Ja, ne, sonst wäre das Auto doch... irgendwie noch bei ihr oder keine Ahnung, Digga. Hätte man das noch nachweisen können. Ne, hör auf, Alter. Alles, was der erzählt von wegen, ich gebe dir Geld, ich kaufe dir dies und das, ich glaube das denn gar nicht mehr. Dein ganzes Leben finanziere. Und du selber sagst, ja, du gibst es mir, ja, weil ich die Arbeit der Kinder übernommen habe, oder? Und ich sag aber natürlich, wir sind Bros. Du kriegst die Hälfte. Das ist doch scheiße, Bruder. Das ist doch scheiße. Hör auf, deine Frau zu zeigen. Walla, das ist... Spätestens da aus dem Grund, dass er seine Frau zeigt, zeigt das mir erstens sowieso von Schwäche, ne? Sehr, sehr schwachen Charakter hat er, und dass ich ihm einfach nichts glaube. Dass er alleine mit so unfairen Mitteln spielt, zeigt mir, dass er gar kein Ass im Ärmel hat. Das bedeutet, er hat gar nichts. Alles, was er erzählt, stimmt nicht, und deswegen, weil er so krass leidet, weil er weiß, er hat nichts gegen sie in der Hand, weil sie... so die Überhand hat und alles liegt und Storys macht und er am Arsch ist, dass sie in die Öffentlichkeit damit gegangen ist, denkt er sich jetzt, Chalas, du hast mich auseinandergenommen, du hast mein wahres Gesicht gezeigt, jetzt zeige ich dein Gesicht. Versteht ihr? Bildlich gesehen. Jetzt zeige ich dein Gesicht, weil mir nichts anderes einfällt. Nachhol. So bin ich eigentlich. Verstehst du? Und ich, was mich traurig macht, wenn du absolut die Realität von mir wissen möchtest, ist... mich anlüge, also nicht jetzt lüge ich mich nicht mehr an, weil ich halt aber glücklich bin, hasst mich diese Welt. Diese Welt bin aber auch ich und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ich mich hasse. Ich liebe mich eigentlich. Bro, würdest du dich lieben, würdest du dich nicht mit all den Drugs und jeglichen Substanzen, die es auf dieser Erde gibt, dich vollballern mit Pilzen und dies und das, wenn du dich lieben würdest, würdest du das alles nicht tun. Das heißt, wieso macht ihr das? Ja, irgendwo, weil ihr alle gay seid. Versteht ihr? Und, Digga, das ist so krass, Bro. Aber... auch ein Zeichen von Narzissmus. Er sucht immer die Schuld bei anderen und die Fehler und schiebt alles auf die anderen, anstatt bei sich anzufangen, ne? Du hast so oft so viel Scheiße gelabert und ich dachte mir, nein, egal, sie ist eine Prinzessin, Nachhol. Chill, Bro. Sie ist eine dreckige Prinzessin, Nachhol. Und im Kopf hast du so Frequenzen wie sie... Und wieso hast du sie, Bro? Wieso hast du sie? Wenn du die Welt so verstehst, Mann. Wenn du dich mit Sex fragst, Baller, Boot und Nachhol, wieso hat eine beschissene Walnuss die Form von meinem beschissenen Gehirn, Mann? Und dann liest du wie ein Nuttensohn, bis du 7 bist. Hm. Naja, auch wenn er so ekelhaft gerade redet, hat alles auf dieser Erde, sag ich mal, also alles macht einen Sinn. Würde ein Lebewesen nicht existieren, würde vielleicht die Welt untergehen, weil dadurch... das andere Insekt oder Lebewesen sich nicht dadurch weiter ernähren könnte und somit würde alles aussterben. Also jedes Lebewesen, wenn du dir manchmal denkst, warum gibt es Fliegen auf der Welt, warum gibt es dies und das auf der Welt, alles hat seinen Grund. Was genau das Gleichgewicht. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass genauso, alles seinen Grund hat, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Wenn eine Walnuss, es gibt ja so Dinge, die bewiesen worden sind, was einem Körper ähnelt. Irgendwas ähnelt der Leber, ist gut für die Leber, irgendwas dem Herzen. Walnuss, ich weiß nicht, ob das fürs Gehirn war, aber Walnuss ähnelt dem Gehirn, ist gut fürs Gehirn. Es gibt viele Früchte, Gemüse, was auch immer, was einfach etwas, irgendwas war auch fürs Auge. Und also es gibt einfach Früchte und Sachen, Lebensmittel, die dem menschlichen Organ ähneln. Und dann sagt man auch immer wieder, das ist gut für das, das ist gut für das. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht habt ihr so ein paar Sachen im Kopf, Digga. Tomate fürs Herz, genau, Tomate fürs Herz. Und genau, da gab es auf jeden Fall so ein paar Sachen. Und in einem Buch steht dann, ja, das ist gut fürs Hirn, Digga. Das ist schon krass, denkt man sich mit 7. Und es geht... safe, Karotte war für Augen und für die Haut, ne? Aber... da waren auf jeden Fall noch so krassere Bilder, die so abgeblichen worden sind.
wo man dann gesehen hat, so, ach krass, menschlicher Organ sieht so aus, die Frucht sieht so aus, heftig, weißt du? Es gibt Individuen da draußen, die sich sowas noch nie gefragt haben. Ich weiß es auch, ja. Bro, yo, ihr dürft mir zuschauen, weil ich es will. Und irgendeine Beziehung, die ich wie ein Rockstar jetzt hinter mir lasse, auf Coke abgedriftet bin, weil ich mir dachte, sie ist eine Drecksgirl. Wow! Und das war halt real, Bro. Aber ich wollte das für mich behalten. Hab mich tätowiert, gedacht, das ist mein Pain, ich trage ihn mit, weil ich möchte die Frau, Mutter der Kinder nicht verletzen. Amanas Ochtum. Okay? Hä? Er tätowiert sich, weil er sie... Hä? Weil er seine Frau nicht verletzt? Hä? Das war gar keinen Sinn. Dann habe ich so einen Trip angefangen auf TikTok und überall, wo ich einfach war, wie ich war, Bro, weil vieles hat sich getan, verändert. Ich bin ein anderer Mensch. Moment. Nee, meine persönliche Meinung, du warst schon immer der du gerade bist, aber du hast einfach immer nur eine Rolle eingenommen. Du hast dein wahres Gesicht nie gezeigt und jetzt tust du es. Also das ist so meine Meinung. Klar, noch mit ein bisschen mehr Zuschosen oben drauf, aber sonst finde ich, dass du einfach nur dein wahres Gesicht gezeigt hast. Bevor wir weitergucken, Leute, diese Frau hat meine Seele versucht zu nehmen, okay? Alle Accounts sind weg. Alles ist weg. Sie hat eine Hackerin auf mich eingesetzt. Sie hat meine Pässe veröffentlicht. Alles Mögliche, Bro. Und ich bin auch immer der Vater dieser Kinder. Was ist das Ziel? Ja, und du exposed seine Ehefrau, die nicht im Internet sein möchte. Ja, sag mir, was schlimmer ist, hä? Bin ich jetzt weniger Vater, weil wir uns nicht mehr lieben? Warum willst du mich töten? Es ist mir zum Glück egal. Meine Leute stehen trotzdem hinter mir und ich liebe euch. Von ganzem Herzen, egal wie... Genau das meine ich damit. Typischer Narzisst, Digga. Er darf alles über sie posten und sie runtermachen und alles. Aber wenn da mal was gegen ihn kommt, wenn das Leben beantwortet und etwas zurückkommt... Weißt du, wenn das Echo zurückkommt und dann sofort, yo, bin ich jetzt weniger Vater, Bro, weißt du, sofort am Rumheulen. Wenn mich hassen, es gibt welche, die mich lieben und ich liebe euch. Der merkt selber nicht. Doch, weil alle meine Accounts weg sind, ist das auch ein Neuanfang. Folgt mir auf diesen Account. Diesen Account, das sind die einzigen zwei auf Instagram. Bro, ich habe keinen Hass gegen ihn. Da gibt's keinen, man merkt das voll, du bist gegen ihn. Bro, ich bin einfach für Gerechtigkeit. Ich bin für das, der im Recht ist. Und wenn ich hier sehe, der hat seine Frau zu Unrecht behandelt, sie geschlagen und labert hier nur totalen Schwachsinn, indem er sie jeden Tag exposed und dann rumheult, dass wenn sie was von ihm exposed, Digga, dann sprech einfach nur Hack, Digga. Ich spreche das aus, was jeder in seinen Köpfen hat. Ich bin nicht 100% gegen ihn. Ich schwöre auf alles, wenn er im Recht wäre, wenn ich sehen würde, der hat das richtig gemacht, die Frau macht das falsch. Ich habe doch sehr oft angesprochen. Ich glaube, Anis lügt auch sehr viel in ihrem Statement und hat es einfach nochmal mehr übertrieben. Weißt du, so, ganz einfach. Instagram, den ich noch übrig habe. Diesen Account auf TikTok, der einzige, den ich noch übrig habe. Das hier ist auf YouTube, der einzige, den ich noch übrig habe. Hier bin ich auf Rumble und man wird mich nie wieder stoppen können. Ich werde sehr lange online bleiben und in den Livestreams machen und sehr viel Scheiße labern. Es wird sehr lustig und da können auch Lachnudis auch. Deswegen, das war, glaube ich, alles, was ich sagen wollte, wenn ihr mich unterstützen wollt, weil sie alle meine Karten geklaut hat und alle meine Einkommensdinger zugemacht hat und mit Sunny die ausgibt und ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne das auf PayPal hier tun, auf meine Bitcoin-Wallet oder auf meine Ethereum-Wallet. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Viel Spaß mit dem Video. Für mich ist das einfach nur so. Er hat dieses Video im Großen und Ganzen auch nur gemacht, um einfach diese Möglichkeit auszunutzen. So Leute, hier spricht der alte Mais zu euch, supportet mich, unterstützt mich, versucht so ein bisschen so auf lieb zu reden, bla bla, hier könnt ihr mir nochmal Geld spenden. Hat einfach nochmal so die Möglichkeit ergriffen, so um den Zuschauern nahe zu kommen, ne? Weil eben mein Weg so war. Du kannst ihn empfinden, wie du willst, aber es ist sehr schön hier, Bro. Es ist 2 Uhr nachts und ich höre eine drippige Musik, Bro. Ich genieße mein Lahluli. Obwohl mich 200 Libanesen jagen, 400 Polizisten, Interpol und LKA und eine Hackerin, die mit denen arbeitet, Bro, chill ich hier in Shorts und rauche nach Loli. Und bei Gott, ich weiß nicht, ob ich jetzt, Bruder, ob du da bist, Bro, weil ich habe lang zu dir gebetet, wenn du da bist. Aber sie ist eine Nutte. Okay, Bro, egal was du denkst und ich wollte es nicht sagen. Ey, der ist durch, Bruder, der ist durch. Und weil ich in so eine Ecke gedrungen wurde, weil ich einfach öffentlich meinen Alkohol getrunken habe, irgendwelche Muslime erzählen, weil ich Tattoos habe, dass ich keiner bin, zu 950 Kommentaren und sagen... Hä, aber du bist doch keiner, weil du bist doch ausgetreten. Und du nennst dich kein Moslem. Und dann denkst du dir irgendwann, Bro, hat er vielleicht recht, Digga. Soll ich dir nicht in dieses Licht stellen, soll ich nicht mehr sagen, weil vielleicht so, vielleicht hat er recht. Und ich meine das nicht böse. Ja, das ist doch voll schwachsinnig. Wenn du mir jetzt sagst, du bist wegen den Aussagen anderer aus dem Islam ausgetreten, das ist ja absolut schwachsinnig, Digga. Ich schwöre, aber ich bin so, Bro. Ich chill um 2 Uhr nachts in Griechenland in irgendwelchen Ghetto-Ecken, Mann. Ich bin geistig nicht da, Bro. Oder vielleicht komplett da und du nicht. Aber das fängt mir am Ende raus, Bro. Du bist in dein Zimmer gerade, ich nicht. Verstehst du, Bro? Und bei Gott sind in meinen DMs 900 Chias, die mir anrutschen wollen, Bro.
die ich angenommen habe. Und ich will nicht mal, dass sie mir anrutschen. Weil ich so kopfgefickt bin, Bro. Weil ich eigentlich chillen wollte. Okay? Aber übertreib mal nicht, Digga. Ich wüsste nicht, welches Mädchen sich auf dich einlassen würde. Du bist einfach nur gestört, Alter. Also, Bruder, entweder die Frau muss ebenso gestört sein oder keine Ahnung. Du kannst mir auch nicht sagen, dass eine Frau freiwillig sich traut, mit denen in ein Zimmer zu gehen, Digga. Man wird doch maximal Angst kriegen vor denen. Aber dann trinkst du ein bisschen, chillst, machst dein Ding, Bro. Nimmst eine Chai mit. Dann kommt von irgendeiner Ecke, Ex beginnt zu posten, Bro. Mit ihren 7 Abonnenten. Amanah Kodum, bitte. Dann sage ich auf korrekt, ja, okay, wir haben uns getrennt. Amanah Sochtum, okay. Alles gut, aber bitte sag nichts über sie, ich beschütze sie. Bro, dann ruft mich an meinem beschissenen Geburtstag Dima an, mit Anis im Auto. Und sagt, ich habe Anis gefickt, brauch du weiter deine Lahlulis. Und sie lacht im Hintergrund. Das war da, wo ich mir diesen Tattoo gestochen habe. Und da hat es angefangen, das Klicks laufen. Da ging es in die Millionenhöhe, wo ich aufgehört habe, zu Deutsch zu reden. Einfach so, Bro. Ich wollte international machen, einen Neustart machen, weil ich dachte, Bruder, ist Schande für mich, wenn jetzt rauskommt, dass sie wirklich eine Nutte ist. Weil Rapcheck, alle möglichen Menschen hatten Videos über sie gemacht, dass sie eine Nutte ist. Und ich habe sie halt immer angerufen und gesagt, Bro, bitte, die ist irgendwo mit Kindern. Und ich habe denen immer gesagt, wir sind noch zusammen, damit sie die nicht angreifen. Und währenddem hat mir sie halt immer erzählt, dass sie nach Hause kommen wird. Weil ich kann das nicht glauben, dass er jedes Mal diese Story erzählt von wegen... Sunny hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe deine Frau, so. Und sie lachte mit der Rund. Ich kann das nicht glauben. Gerade etwas nicht passt, weil ich Zigaretten rauche und deswegen sie keinen Sex haben möchte. Und deswegen ab 21 Uhr aussieht wie eine Leiche. Und ich bin ja dumm und weiß nicht, circa, dass eine Frau biologisch 2 Jahre lang ohne Sex nicht überleben kann. ja, natürlich bin ich geistig behindert. Oder bin ich vielleicht dein Freund, dem Religion egal war, dem dein Geschlecht egal war, denn dein Blut egal war, denn egal war, was du denkst, ob du geistig gestört bist, Bro, und sogar als du auf meinen Kopf geschissen hast, habe ich mich immer korrekt verhalten, weil ich ein Mann bin, weil ich dachte, ein Mann darf nicht so sein. Und es ist so, ein Mann darf nicht so sein. Und das, was ich gerade erlebe, ist vermutlich dafür, dass ich viel größer werde, leider. Ich glaube, ich habe mich unterschätzt, Jungs. Also, ich selber scheine mich unterschätzt zu haben, Jungs. Also, das ist die Erkenntnis in Griechenland in einem Ghetto um 4.30 Uhr nachts, nachdem ich die ganze Schlange mit dieser Hau gesehen habe. Ich glaube, verstanden zu haben, dass ich viel krasser bin, als ich dachte, Bro. Ich bin Charlie Harpers Großvater, dieser von Two and a Half Men. Der halbe Mann ist in meiner Hose wahrscheinlich, Bruder, im Sack. Das ist zu krass, Bro. Weil es mir halt scheißegal war. Immer schon. Was abgefuckt hat, immer war, dass ich so lebe. Ich poste wie so ein Nuttensohn in die Story. Ey, yo, ich bin da und da. Schick mir Bitcoin-Wallet. Leute, schick mir 14.000 Euro, Bro. Hier, auf Gebude. Aber das denkt, Digga, der kommt raus. Aber ich frage mich währenddem, ich so Seitenstiche von Mücken, siehst du, ich hab hier so fuckt voll ab, Bruder. Aber tötet mich nicht, Mann. Ich sehe aus wie Herkules nach. Und das heißt, ich habe mich unterschätzt, Bro. Verstehst du, Digga? Der labert so eine maximale Scheiße. Er sagt, ich hab Mückenstiche, aber sieht aus wie Herkules. Das tötet mich nicht, Bro. Ey, Bruder, der merkt's nicht mehr. Er merkt's nicht mehr, Walla. Also entweder er macht das extra und er weiß, dass er absolut nur Schwachsinn da labert, oder Walla, er merkt's nicht mehr, er ist absolut durch. Er kommt einfach nicht mehr hinterher. Digga, egal was ihr sagt, Digga, es geht mir zu gut, Leiter. Weißt du, ich meine? Und dann lag ich im Bett gerade wie so ein Nuttensohn und hatte keinen Bock drauf, Bro, ich will chillen und diese beschissenen Perlen weitersuchen. Bro, was willst du von mir? Was ist los? Was ist los? Ihr habt 2,7 Millionen Abonnenten auf TikTok gelöscht. 2,2 Millionen auf YouTube. 1,2 Millionen auf Insta, wo ich 200.000 in einer Woche gemacht habe. Bro, schau diese Stats an. Das fickt deine Mutter, San Diegos Mutter, San Diegos Großmutter und seinen Großvater, Pideras, der nicht mal ein Mann war, Bro. Im ganzen Leben, was ich in einer Woche mache. Und ihr habt den Account gelöscht. Alles gut, Bro. Ich bin mir sicher, dass all der Größenwahn und all seine Psychosen alle darauf beruhen, dass er einfach zu viel Fame bekommen hat. Diese ganze Reichweite hat ihn kaputt gemacht, weil eigentlich in jedem seiner Statements, seiner Stories, redet er immer nur darüber, dass er der Größte sei, die heftigsten Aufrufe hat, die Aufrufe oder die Likes, die in einer Stunde macht, mache ich in einer Minute oder bla bla. Ihr habt alles von mir, ihr habt durch mich so viele Aufrufe bekommen, ich bin der Heftigste, ihr habt 2 Millionen da gelöscht, 2 Millionen da gelöscht, ich bin der Heftigste. Er redet wirklich nur darüber, das zeigt mir einfach nur Größenwahn, dass er einfach nur wahnsinnig geworden ist. Und das ist das, wenn der Fame und die Reichweite, die einfach zu Kopf steigen, ne? Der ist verrückt,
er denkt wirklich, dass das Wichtigste ist. Er denkt, das ist alles. Er denkt, Klicks und Aufrufe und das, dass das irgendwie von Bedeutung ist. Er hat sie nicht mehr alle. Er hat das über alles andere gestellt. Ich mach neue 12.000. Man in the Mirror. Jetzt ist jeder Bitch, der sich im Spiegel anschaut, an selben Schmerz denkt wie ich und stark bleibt. Ich und ich bei ihm. Momentane Teleportation, er sagt mir in deinen Arsch. Verstehst du, Bro? Und das fuckt ab. Ich weiß. Aber Bro, warum ist Goku, Mann, Alter? Und weißt du, was man dann traurigerweise versteht? Man denkt, Amanakotum, ich habe mich als Kind immer gefragt, warum ist Goku so lange nicht zu Hause und wie machen sie Sex technisch? Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ein Saiyajin eine normale Frau ficken, Digga? Die wird doch sterben. Wahrscheinlich war das genau das Problem. Du bist ein beschissenes Seestern. Du bist immer wie ein Seestern da gelegen, Bro. Ich bin ein Tier, ein Psychopath, Bruder. Ich esse deine Knochen. Mit Kanyavi. Verstehst du? Ich wollte gerade sagen, der Typ, der hat zu viel Anime geschaut, Alter. Ich esse deine Knochen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber, ach egal. Anna Black, Farids Mutter. Egal, wer dich beschützt, Shirin auf Bühnes Vater, jede Zeitung. Denkst du nicht, dass ich der Krasseste bin, wenn meine Ex-Nutte so viel Wert hat jetzt, weil ich sie weggewichst habe? Wow. Bro, geh zu Illuminatis Rothschilds Großvaters Hackers Mutter. Ich fick, verstehst du? Das ist mein Weg, Bro. Und anscheinend soll ich damit Geld machen. Darum laber ich tagsüber nichts. Und mach einfach, Bruder, ich troll euch tot. Mach damit mein Cash. Lösch so viel Accounts, so viel du willst. Und aber es zeigt nur dein wahres Gesicht. Weil jetzt wissen viele Leute von deinem Schicksal. Und das wollte ich verhindern. Weil mein Sohn ist. Aber du willst nicht, dass dieser Prinz schneller König wird. Was ist dein Problem? Warum lutschst du bei einem Jäger? Bruder, ich will keinen Juden beleidigen. Bro, aber mein Großvater hat sein beschissenes Blut nicht verdreckt. Wir sind dasselbe Blut. Wir sind von einem Ort, wo es 10 Millionen gab. Und heute sind wir nur 800.000, 900.000. Bro, 800.000, 900.000. Das ist nichts, Bro. Und deswegen, das ist nicht, weil wir andere Nationen nicht mögen oder so. Das ist, weil ich meine Haut anschaue und meine Zellen von Menschen oder Jägern, Kriegern sind, die da... Der Mann denkt sich da, was geht da ab? ...dafür gestorben sind, dass wir leben und wir leben gerade. Und ich glaube nicht, dass ihr Weg einfach war, Bro. Und dieses Blut stirbt fast aus. Und gibt's fast nicht mehr. Und die, die es gibt, sind alles Bidarage nachholen. Die sind auch voller Neid gefressen wie du, Nutte. Verstehst du, was ich meine? Und das macht mich traurig, Bro. Nicht du, dass du dann wusste ich, seitdem ich dich gesehen habe, Bro. Weißt du noch, was du gesagt hast, als ich... Digga, das ist so eine geisteskranke Story, Alter. Netflix, wo seid ihr? Du, deine Hand weh. Stell mal auf dein Knie. Digga, ich habe diese Chai auseinandergenommen, Wallah. Die hat so Schock bekommen, als wir im Hotel waren. Ich schwöre bei Gott, Bruder, Alter. Ich schwöre bei allem, was mir wichtig ist. Ich habe die mitgenommen, weil ich mir dachte, Bro, voll kein Bock. Amana. Ballett. Weil ich mir dachte, kein Bock, meine Koffer und Sachen zu schleppen. Okay? Das ist ehrlich, Bruder, Alter. Sorry, dass ich das sage. Aber ich wollte auf entspannt so nicht allein sein bei Frühstücken und so. Aber ich wollte jetzt niemanden heiraten. Und sie ist seit eineinhalb Jahren weg, verstehst du? Und ich habe fleißig mein Geld gezahlt. Ich habe mir sogar keine Miete genommen, so Wohnung, nichts, obwohl ich Mäus bin. Also jetzt Zeus, Mäus ist tot, hat Anis getötet. Auch alle Accounts genommen mit dieser Hackerin und so. Alle, ich sage euch ehrlich, bei Gott. Da ist eine Frau hinter der Kamera, die wohl, wenn ich richtig verstanden habe, seine Koffer, Tasche und so geschleppt hat. Die über eine Stunde die Kamera hält, alles für diesen Typen tut. Also... Entweder ist diese Frau absolut von allen Geistern verlassen und absoluten Dachi hat, den absoluten Dachschaden, Bruder. Die Ziegelsteine auf dem Dach müssen erneuert werden. Ich weiß es nicht, Bruder. Entweder die ist wirklich, wirklich, wirklich komplett durch. Die checkt die Welt nicht mehr. Oder sie hat irgendwie andere Pläne, will ihn heiraten, sein Geld und will Fame und ich blick da nicht durch, welche Frau sich so behandeln lässt und sich mit sich so über sich so reden lässt. Das macht für mich keinen Sinn, Digga. Egal, was jetzt Internet versucht, fragt ihr euch lieber, warum schließt sich jede Zeitung Pro7, Shirin David auf Bühne? Bro, als ob die juckt, Bruder, wer ist sie? Wallah fickt mich in den Arsch mit 10 Flaschen, Bruder, aber wer ist sie nach, ihr Hunde? Ihr tut so, als ob sie irgendwer für euch war, ihr Noten gegeben und ich zeig euch gleich im Chat,
wie dieser Notch eben hat immer mit mir. Obwohl ich ihr Ehemann bin, obwohl ich ihr dieses Geld nach Hause bringe, obwohl ich das alles mache. Sie haben ganz lang Scheiße gelabert, aber wir haben noch ein Lachluli. Es tut mir leid, ihr wolltet die nackte Wahrheit, ich zeige euch gleich meinen Schwanz. Mic drop, der you down. Du wirst gleich die Geschichte hören und ich schwöre, an egal was du glaubst, ob du ein Schamane bist, ich weiß es nicht. Du merkst daran, wie Broger wirklich ist, dass er diesen Wubatz bis zum Anschlag, dass er ihn tot raucht, Digga. Der hat den getötet. Bro, ich sag dir ehrlich, ich bin ein starker, ich weiß nicht, ob ich ein Mensch bin. Da ist einfach nichts mehr dran. Bro, das war das erste Mal, wo ich wirklich kotzen musste. Weil ich dachte, Digga, wie dumm bist du, du Nuttensohn. Weißt du, ich meine, also heute, wenn mir so einen sowas vorspielt, ich hätte sie angespuckt. Ich schwöre. Aber Bro, ich lese diese Chats nach dieser ganzen Mindset-Entwicklung gehen und so. Bro, ich... Das ist... Allah. Olum, schick dir mal ein paar OCBs rüber, ein paar Dinger und ein bisschen hier und... Olum, der arme Lan. Und Bruder, was ist das für ein ekelhafter Mensch? Das ist das. Und du hinter der Kamera. Ich schwöre, ich erkläre es nur dir. Schau, du hast noch nie diese Geschichte gehört, okay? Du bist irgendeine Chaya, die ich mitgeflext habe aus wo bist du? Düsseldorf. Nutte, wir sind du. Farid, du bist der Nächste. Ich verstehe dieses Mädchen nicht hinter der Kamera. Also, irgendwas ist da faul, Bruder. Da kann doch nicht eine freiwillig mitdenken. Irgendwas ist da absolut faul, Digga. Ich verstehe das nicht. Ganz stich, Alter. Wisst ihr, was ich mit dieser ganzen Scheiße eigentlich zeigen will? Ich will euch zeigen, dass diese ganzen Gay-Rapper nur so ein No sind. Ich werde jedes Mal, wo ich will, es wird jetzt dauern, so 3-4 Monate, bis ich diese ganzen Drecks-Kelbsrücken von dem beseitigt habe, weil wenn sie merken, okay, nutzt nichts mehr, Digga, sein Anwalt ist auch da, Geld fließt auch, weil ich muss nur 28 Tage überleben. Danach zahlt YouTube, Bruder. Dann ist Papa im Game. Ich habe jetzt schon an einem Tag 17.000 Euro oder so verdient. Alles gut, Bruder. Ihr könnt mich hassen, ihr könnt mich lieben. 17.000 Euro in 6 Stunden, Bro. Alhamdulillah. Nicht. Was waren meine Eier, Amana Qudum? Was haben Moslems getan? Meine Mutter gefickt. Lies mal Fatiha, mach mal das. Ich habe dir halben Koran gelesen, du. Ich war trotzdem ein Hurensohn, warum hat er Tattoos und so? Weil deine Mutter eine Hure. Verstehst du? Sie trägt Kopftuch und sie ist trotzdem eine Hure. Die erste, die ich gefickt habe, war mit Kopftuch, du Hure. Und ich habe so getan, als ich diese Hure geheiratet habe, als ob sie keine ist. Obwohl mir meine Mutter das gesagt hat, die meine Ohren geklaut hat. Und bevor diese Hure das gesagt hat, habe ich selber gesagt. Dann habe ich auf Lock, als ich wirklich, Bro, nachdem Sunny anruft und sagt, ich habe Anis gefickt. Bruder, er weiß nicht, was er redet, Audible. Er weiß nicht, was er redet, ja. Also, Walla, ich sage, er hat Jins in sich. Ich sage, er hat irgendwas in sich, Bruder. Der Typ. Er ist besessen in meinen Augen. Wallah, meine Meinung, ich sage wirklich mittlerweile, er ist besessen, ehrlich jetzt. Und sie lacht im Hintergrund. Dann schreibe ich an seine beschissene Drecks-Ex, wo ich jetzt erfahren habe, die sind zu dritt, Bro. Die Ex passt auf die Kinder auf. Checkst du das? Währenddem er sie fickt, passt die Ex auf die Kinder auf. Ich glaube, die Frau unter der Kamera, die kann das nicht mehr hören. Jeden Tag dieselbe Story. Jede normale Reaktion von dem gläubigsten Muslim da draußen wäre dieser Frau um. Oder was meinst du? Wenn das nicht so ist, dann bist du für mich in meinen Augen ein Nutzsohn. Ein Nut. Geh zu Shirin Davids Konzert und lutsch ihr das Kamel. Ich fick deinen Vater nach heute. Ich fick diese Kamera. Wenn du vor meinen Raum hier kommst, fick ich deinen Vater, wenn er mir so redet. Digga, seid ihr alle wie Nutten aufgewachsen? Ich bin wie ein König aufgewachsen nach heute. Wir sind eine aussterbende Rasse von Saiyajins, Bruder. Wir haben trainiert mit 3. Ich bin ringend rausgekommen, Nachhol. Ich habe diese 5 Stunden durchgefickt, wenn ich wollte. Aber sie lag wie ein Seestern. Und ich habe dann keinen Bock. Bro, er steht nicht. Das Ding ist, man sagt so, Mannglied ist das, Bruder. Was? Who is this guy? Verstehst du, Bro? Auf 4% Körperfett, Bruder. Und die hatte immer Komplexe, Bro. Weil sie aussieht, wie ein Hund. Ich musste mit ihr jeden Tag zu Hyaluron gehen. Bruder, das ist so absolut ey, bei Gott. Diese Frau soll froh sein, dass sie so einen Mann nicht mehr in ihrem Leben hat. Bro, ich weiß nicht mal, was Hyaluron ist. Dr. Babak Esh Fahaji. Ich kenne ihn auswendig. Warum? Warum, obwohl ich stoned bin? Warte jetzt. Das ist der springende Moment, wo wir jetzt einsetzen müssen, Bro. Und ich war immer so. Dann habe ich irgendwann eine geheiratet, weil ich dachte, okay, Bro, irgendwo bist du doch Moslem. Heute weiß ich es besser. Tut mir leid. Aber das ist, Bro, da bin ich raus. Ich verstehe die Welt zu gut, du nicht. Du verstehst nicht, mein, willst du, dass ich deinen Vater jetzt ficke? Ich fick ihn jetzt. So. Das Leben nach dem Tod, okay? Und dein Traum, das Paradies zu erreichen. Natürlich ist es schön, dafür zu kämpfen. Muss man auch. Und man kriegt niemals ein Paradies, wenn du dafür nicht kämpfst. Aber na, ko dumm. Und wenn du nicht in der Hölle bist, weißt du den Wert vom Paradies auch nicht. So dumm. Und beides habe ich erlebt. Da habe ich mir irgendwann gedacht, ey, Bro, ich bin das doch. Selber.
ich notabene das doch selber, die jetzt gerade sagt, doch, das ist jetzt Hölle. Ich werde jetzt in der Hölle leben. Dann ist wirklich Hölle. Dann kämpfst du dich durch diese Hölle und denkst, ja, Alter, ich habe hier geschlafen auf dieser Ecke, wie ein Nutten. Jetzt kann ich mir schon ein Hotelzimmer für 200 Euro leisten, dann 1000, dann 5. Darfst du dich nicht freuen, nur weil du mal Abonnente hattest und jetzt zu drippig bist? Und jetzt dachte die ganze Industrie, nur weil meine Frau eine Nutte ist, können sie mich damit erpressen und ficken. Und nur weil ich sie jetzt zurückgefickt habe, verfolgen mich irgendwelche Araber und Polizisten, die sagen, dass ich ein Antisemit bin und in den Knast muss. Also die Matrix ist, wollt ihr mir sagen, nicht echt. Wenn ich richtig verstanden habe, sagt er, damit ich das Paradies wertschätze, muss ich erstmal durch die Hölle. Damit ich verstehe, wie gut das Paradies ist. Und ich befinde mich gerade in dieser Hölle und muss durch diese Hölle. Also der Typ, der denkt, das ist ein Spiel. Der nimmt, also ich will den mal sehen am jüngsten Tag. Ich will den mal sehen, wenn zu Aude, hey Bruder, ob er dann noch so einfaches Reden hat, Digga. Ob er dann immer noch durch die Hölle will, damit er das Paradies schätzt. Er weiß gar nicht, was er von sich gibt, Digga. Das sind so gewaltige Aussagen, die er von sich gibt. Ne? Er muss aufpassen. Dann, um das alles zu verarbeiten, habe ich keinen Koks genommen. Bro, ich mache jetzt, wenn du willst, in 2-3 Tagen, wenn ich jetzt von der Flucht vielleicht ein bisschen runterkommen darf. Jungs, bitte chillt kurz. Ich verarbeite diese Trennung seit 3 Wochen selber. Seit 3 Wochen. Irgendwo wusste ich es immer, aber dann trotzdem diese Bestätigung hat mich gefickt, Jungs. Ich weiß, ihr wusstet alle davor. Ihr seid alle voll krass. Ich ficke eure Mutter trotzdem. Und jetzt ist das Ding. Siehst du, der Joint brennt wieder nicht, Digga. Wir reden zu viel Scheiße. Es wurde sehr viel Hintergrundwissen und Wisdom gedroppt. Und ich habe mir ein paar Screenshots gemacht von unseren alten Chats. Sachen, die ich damals nicht verstanden habe. Ich habe mir die Zeit genommen, weil ich wieder Al-Haluli sauche. Aber sie ist ein Teufel. Ich glaube halt einfach, dass ihr noch nicht dort seid, wo ich bin, Jungs. Und ihr hatet das so sehr, weil ihr denkt, er fickt gerade. Ja, ich habe einen kranken Plan, Jungs. Und ich musste dafür nur opfern. Aber auf elegant. Ich habe nicht angegriffen, bevor die mich angefasst hat, Bro. Aber die will noch immer Schwanz, obwohl ich jetzt erfolgreich mein Ding durchziehe. Ich habe nur gesagt, ich werde nicht mehr wie früher mein ganzes Geld dir schicken, Bro. Und ich zeige euch jetzt, wie geldgeil dieser ist. Erstmal gab es zu dieser Zeit voll oft so Kommentare, wo ich einfach vor Bro-Deal hatte. Müsst ihr wissen, kam dieses Shieno. Shieno ist der beste Freund von San Diego zum 1000. Mal. Mit den zwei hatte ich eine App, Spaghetti Break. Da drin hatte ich sehr viele Streams generiert und Geld verdient. Für mich, San Diego und Shieno. Und wenn ihr jetzt diese Chat seht, seht ihr halt, wie krass sie mich manipuliert hat. So mäßig, wisst ihr? Und das ist schon krass, weil heute verstehe ich's. Okay, so hier sind alle Screens quasi, die ich gemacht habe, von unseren Konversationen. Also allgemein, wie wir miteinander so geschrieben haben, okay? Also das ist jetzt 21. März 2023. Verpisst hat sie sich am Dezember. Deshalb sage ich in einem Song, es war kalt im Dezember. Verpisst hat sie sich im Dezember 2023, genau. Seitdem warte ich auf sie und meine Kinder. Irgendwann habe ich akzeptiert, dass sie nie wieder zurückkommt, aber habe nicht gedacht, dass sie eine... Erst wo San Diego mich angerufen hat und gesagt hat, ich habe sie... Und ich dann seine Frau geschrieben habe und sie mir das Video gezeigt hat, wo sie mit dem im Auto sitzt, weiß ich so genau, wisst ihr? Genau, wir schreiben hier und ich lösche immer wieder Nachrichten, weil ich mich schlecht fühle, weil sie nicht liest und nicht antwortet, weil du dir so viel Mühe gibst und denkst, Digga... Shamsi? Ist das eine Frau? Was heißt ein Shamsi? So schreibst du nur, okay? Ich weiß so, vielleicht sollte man sich nicht aufregen. Ich reg mich auch nicht auf. Aber so nach 200. Mal weißt du einfach, dass in dieser Frau der Teufel wohnt. Und sie dich nur testet oder opfern möchte oder irgendwas braucht sie von dir. Aber du verstehst nicht was und ihr habt doch eigentlich Kinder. Und das dann zu akzeptieren, tut sehr weh. Man muss auch eine wichtige Sache wissen, weil sie haben ja auch über meine Mutter, meinen Vater, meinen Großvater geredet. Ich habe sie nie geheiratet, weil ich sie schön fand, weil ich sie krass fand, weil ich dachte, sie ist eine gute Frau. Ich habe sie nur geheiratet, weil, wie gesagt, mein Blut sehr lange gekämpft hat, um zu überleben und ich gerne diesen Stamm nicht aussterben lassen würde. So circa. Und okay. Ja. Sie hatte ich geheiratet, weil ich sie mal kennengelernt habe in einer Zahnarztpraxis und ich fand, das war... Was labert der da, Alter? Es war halt lange so die einzige Tschetschenerin, die ich zufällig auf Straße getroffen habe und ich wollte nicht irgendwo in sozialen Netzwerken oder so, wie so ein so eine Frau nehmen, wisst ihr, was ich meine? So, also der Gedanke war jetzt nicht schlecht, glaube ich, den ich hatte und männlich und in meinen Augen schon stabil, würde jetzt ein Baller sagen. Und deswegen dachte ich, okay, jetzt ist sie nicht eine 200 von 10, aber man könnte gucken, was es wird. Irgendwie früh in der Beziehung hat sie mir erzählt, dass sie viele Probleme hat, immer eingesperrt ist, Paranoia hat, Albträume, nicht schlafen kann, so diese Filme. Und ich bin ein Zwilling, am 2.6.1991 geboren, in Grozny, um 3.36 Uhr.
Also ich habe jetzt komplett alles, was man über mich leaken kann, geleakt. So einer bin ich halt. Und so einen erzählst du so eine Scheiße und weißt, also heute rückblickend betrachtet, verstehe ich es, weißt, dass du ihn damit extra manipulieren möchtest, in zum Beispiel wie in Robert Greens Buch Art of Seduction. Hörst du, wie die machen, Digga? Das heißt, du hast ihre Mutter. Ja, Mann, jetzt fließt die Pisse. Ich wollte es nicht tun, weil ich Seifo mag. Ich liebe den kleinen Digga. Ja, natürlich, Bro. Safir auch. Und Salsabil auch. Bro, was soll ich jetzt machen? Und du liegst einfach dieses Mädchen, was ich vor Pädophilen verstecken wollte, wie Sinan G. Wieso? Wieso kommst du als allererstes in die Öffentlichkeit mit 10 Teilen und bist eine Muslima? Ich bete. Ich will gerade was sagen, Nisa. Ich bin mit dir und ich erziehe dich. Ja, egal welche was von mir denkt. Als Mann erziehe ich dich. Du warst eine Religion, wo Muhammad s.a.w. gesagt hat, wenn ich sagen könnte, dass es nicht Schirk ist, vor einen Mann ins Sujud zu gehen, würde ich sagen, tut. Wenn du deinen Mann im Bett bis zum Morgengrauen seine Lust abweist, obwohl er es möchte, bist du bis zum Morgengrauen verflucht. Ist doch so. Ja, ich habe es dir 100 Milliarden Mal gesagt. Aber sie hat sich circa seit fast 2 Jahren nicht anfassen lassen, obwohl ich Vandam bin. Dann weißt du natürlich, dass sie eigentlich so was. Und eigentlich bist du auch ein Monster, Bruder. Aber sie sagt immer, Bruder, meine Hüfte ist nicht schön, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Ich brauche hier Geld, ich brauche da Geld. Bro, irgendwann dreht man durch. Und deswegen werde ich jetzt so, Bro, ich war sehr geduldig, elegant. Ich habe versucht, zuerst vor Bro zu machen. Dann kommt dieser beste Freund von San Diego, erzählt irgendwelchen und ich habe Spenden geklaut. Bruder, ich sage kein Wort, halt meine Fresse, mach weiter. Läuft. Das Ding ist, auch wenn er vielleicht... auch wenn er vielleicht richtige Aussagen tätigt, auch wenn, tätigt er nur Aussagen zu seinem Nutzen, so für die Vorteile des Mannes. Aber warum trifft er keine Aussagen, wie zum Beispiel, was auch der Chat reingeschrieben hat, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, seine letzten Worte waren, doch behandelt die Frauen gut, zum Beispiel. Warum erwähnst du das nicht und behandelt seine Frau gut? Ja? Das ist wieder so ein Zeichen von Narzissmus, Digga, dass er einfach nur wieder, also er kann die Fehler nur bei anderen suchen, nicht bei sich, und deswegen kannst du eben nie einen besseren belehren. Also er wird es nie verstehen. Er wird es nie verstehen, Digga. Läuft weiter, egal was passiert ist, ich überlebe. Und auch eben, da wollte ich eigentlich schon was sagen, ich wollte erstmal zu Ende hören, da hat er gesagt, warum hast du Salsabil gelegt, warum, Bro, ich wollte sie schützen vor Pedos und vor allem, hat er gesagt, Sinan und so weiter, bla bla. Bro, was laberst du da? Was, dich juckt das doch gar nicht mit dem Leak oder nicht. Dir ging es doch einfach nur einzig allein darum, dass die Welt mitbekommen hat, dass du deine Tochter, sage ich mal, nicht wolltest. Dass du sie verleugnet hast, ja? Nicht vor der Öffentlichkeit schützen wolltest und nicht wolltest, dass die Leute das nicht erfahren. Du hast einfach nur Schiss, dass die Leute erfahren, dass du eine Tochter hast, die im Glauben gelassen worden ist, dass du ihr großer Bruder bist und nicht ihr Vater. Du hast den Leuten erzählt, das wäre deine Tochter, deine Schwester, und sie wächst bei deiner Oma auf, also bei deiner Mutter, bei ihrer Oma. Dich interessiert das gar nicht, ob die geleakt wird oder nicht, Digga. Die ging es eigentlich nur darum, dass es rauskam, dass du ein ekliger Mensch bist, der nichts mit seiner Tochter zu tun haben möchte, der seine Tochter bei ihrer Oma aufwechseln lässt. Nur darum ging es dir. Diese fucken sich dann ab, Bro. Weißt du, ich meine? Deswegen, ich habe vieles von diesen... Auch nackt, alles, dies, das, Bruder, aber ich wollte es nicht sehen. Es ekelt mich an. Warum muss ich damit mein Geld verdienen? Darf ich diese, wer ein benutztes Tampon an der Seite liegen lassen, bitte? Könnt ihr aufhören, über sie zu reden? Und dieser Sohn San Diego, den muss man canceln. Dieser Hund versucht jetzt auf meinen Nacken, einen Diss-Track zu promoten, obwohl er es war, der Beef mit Maestro gestartet hat. Was ist los, Bro? Und der Anführer, der nur sagen lassen hat, sagt, die Spenden waren geklaut, ist halt Anis. Weil sie ist mit San Diego am Lutschen. Und der beste Freund von denen, der, seine Cousine, ihre von Anis, die Cousine, Reiska, wir werden die gleich in Chats auch sehen, die lutscht bei Chieno. Und die beiden leben in Gütersloh. Und der andere lebt in, wie heißt das mit B? Bielefeld. Genau. Nur kommt irgendwie aus Bielefeld, auch dieser Tschetschener von da. Hadi Chor. Balla. Dann denkst du dir, Scheidet, er an der Chor, Balla. Was? Waren in eurem Volk nur Prostitutenschnachhol? Und dann fragst du dich und denkst, Balla.
als ihr euch kennengelernt habt, du hast denen 10.000 Euro gegeben als Brautgabe vom benutzten Tampon und warst trotzdem der König, Bro. Dann kommt der voll tätowierte Vater von dieser rein und schlägt uns alle tot, Bruder. Die Mutter auch. Die haben uns totgeschlagen am Anfang, weil sie mit mir zusammen war. Wir waren immer reich. Wir waren nie arm. Also am Anfang, aber ich war immer ein Sohn, der alles dafür getan hat, Geld zu verdienen. Wenn ich furze, verdiene ich Geld. Es gibt jetzt YouTube, jetzt verdient man damit Geld. Und ich verdiene damit natürlich auch Geld. Du bist nicht ich. Und ich verstehe heute, das war ein Theaterauftritt, wie von so einem Libanesen, der das perfektioniert hat. Diese Nummern in diesem Blut, das am Plan, sie wussten, aus dem Stamm von da, wo ich bin, kommt ein König. Die haben diese 9 Generationen lang gespart, um auf mich sie zu wichsen. Hadet an der Lachur. Und jetzt werdet ihr verstehen, wieso, Bro. Wie ekelhaft kann eine Schlampe... So, wir beginnen ganz locker. Erster Screenshot. Sie hat mir gesagt, ich löse in ihr nichts auf. Okay? Einfach so. Bro, ich bin am Arbeiten, 22 Uhr. Und ich habe ihr nur geschrieben, ich bin 22 Uhr. Moment, 32, 3. Ich schaue, löst jemand in dir was aus? Schlaf gut? Hä, was? Schreib mir... Nicht so ein Cringe, bitte. Ich habe 1 Million Probleme in meinem Leben und bin mit meiner Psyche genug beschäftigt, dass ich sogar einen Therapeuten suche. Auf Ernst, ich könnte nicht einmal jetzt an jemand anderen denken, selbst wenn ich das will. In meinem Kopf ist das Einzige, meine Zukunft sichern. Weil ich kann das alles nicht lesen. Können wir hier stoppen? 22 Uhr und ich habe dir nur geschrieben, ich bin 22.30 Uhr zu Hause. Das ist das, was auch sie da drauf geschrieben hat. Du hast mir jeden Funken Hoffnung für diese Ehe genommen. Also ich habe auch übrigens bis jetzt nur Chats gepostet, die in meinem Nachteil waren, damit die Mutter zeigt, ob sie wirklich von Illuminaten ist. Aber heute als dieser größte der Nation, Trachpatzen Davidson, die bei mir seit 4 Jahren lutschen will, jetzt so tut, als ob sie nicht bei mir lutschen wollte. Was? Also wenn ich dir kleine dieses Haus kaufe, dieses Auto kaufe, mein ganzes Leben verschenke, leide und nicht zu Hause bin und du während der mit jedem Mitglied aus dem Keller drippst, aber mir sagst, dass du auf die Kinder aufpasst und ich das erfahre, eine Woche zu Hause sitze, ihre Chats lese, weil ihr MacBook bei mir ist, wo iCloud angemeldet ist, okay? Und ich habe noch nie eine Frau angefasst oder angeschaut, Shirin. Du kennst mich, du hast mich 3-mal gesehen, du hast gesehen, wie meine Augen waren und wie ich mit dir war. Ich war ein Ehemann und ich war immer so. Und jedes Mal, als ich dich was gefragt habe, war es nur für sie. Ich wollte immer für sie etwas. Hey, ich bin Shirin. Ja? Ich bin hier, und obwohl du das weißt, bist du auch von den Illus. Eine kleine. Was vor einer Woche aus tiefem Herzen kommt, okay? Lasst eure Lichter oben, sieht so schön aus. Das ist für dich, Anis. Nochmal, schmeiß die Musik an. Und dann, wenn du diese Woche zu Hause sitzt, also geduldig bist und ihr 9-mal sagst, ich gebe dir die Chance, jetzt zu sagen, was los ist, wieso du das getan hast, bevor ich dir die Chat selber zeige. Und sie sagt, du bist ein Psychopath, das stimmt nicht. Und dann zeigst du sie ihr und dann erst zieht sie die Maske ab und sagt dir sehr ekelhafte Sachen und provoziert dich. Und dann, wenn du von mir behandelt wirst wie jemand, der mich so provoziert, sehe ich dein Geschlecht nicht und ich werde es jedes Mal 1 Milliarde Mal tun. Und wenn du auf der Bühne das noch 100-mal sagst, werde ich mit meinen Songs auf der Bühne 100.000 Mal das dagegen sagen. Wenn du die Gegenseite bist, werde ich dich bis zu deinem Tod. Shadow? Diesmal Shahada sprechen, wird dir nichts mehr bringen. 1,40 Meter Hund, der 50 Operationen braucht, um wie mein Arschloch auszusehen. Fick das, wenn ich dich zum einen Kaffee einladen würde. Darauf, dass ich sage, ich bin um 22.30 Uhr zu Hause, schreibt sie, du hast mir jeden Punkt in Hoffnung für diese Ehe genommen. Das Zuhause-Sein ist nicht alles, es ist das ganze Leben mit dir. Habe ich oft genug erklärt, du löst in mir nichts aus. Dann habe ich geschrieben und ich habe sie als Shamsi eingespeichert. Und Herz, denk dir, ich bin ein Nutzer, der auf sie scheißt, wenn ich sie... Ich höre wirklich nur sehr viel Geld, Geld hier, dies und das, Haus und jenes. Das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, gib einem Mann viel Geld und er zeigt seinen wahren Charakter. Meist ist das Paradebeispiel dafür, dass wenn du einem Menschen viel Geld oder Macht gibst, seinen wahren Charakter erkennst. Weißt du? Also, zu viel Macht, zu viel Geld ist auch nicht gut und das hat diesen Typen zerstört, ja. Die meine Sonne nenne und weiß, dass meine Zellen Sonnen brauchen und ich irgendwo auch nur eine Energie bin, die alles einziehen will. Versteht ihr, ich meine? Und so habe ich sie eingespeichert. Und dann schreibe ich drauf,
Inshallah löst jemand in dir was aus, weil es mich traurig gemacht hat. Und ich wollte ein bisschen so stechen, weil sie sagt. Genau, aber auch andersrum. Ne? Gibst du dem Mann viel Geld, siehst du den wahren Charakter. Gibst du aber diese Menschen, nimmst du sein Geld, nimmst du seine Macht, hat er gar nichts, siehst du den Charakter der Frau. Also dann dieses Mal nicht vom Mann, sondern der Frau. Dann da zeigt sich dann auch, ob diese Frau denn noch bei diesem Mann bleibt und den Mann so schätzt, wie er ist, obwohl er nichts hat. Und ja, Mann. Seit einem Jahr mit mir nicht schläft und ich ihr 100.000 Mal andeute, dass ich weiß, dass du eine bist, aber kannst du es denn bitte sagen, Bro, weil ich drehe gerade psychisch durch. Schreib mir nicht so ein Cringe. Bitte. Ich habe 1 Million Probleme in meinem Leben und bin mit meiner Psyche genug beschäftigt. Und erzählt heute, dass ich ein Psychopath bin. Was? Nur weil Menschen auf mich hören und den Ali-Kanal mögen. Und ich habe Psychologie studiert, hab, was soll ich tun, Bro? Also sie schreibt selber, dass ich sogar einen Therapeuten suche. Auf Ernst. Also, wissenschaftlich nachgewiesen, Doktor. Und das Ding ist, warum ich das gerade eben erwähnt habe, ist ja, guck mal, das ist ja das Krasse dabei, wenn der Mann viel Geld hat, du erkennst seinen wahren Charakter. Aber hat er kein Geld, erkennst du den Charakter der Frau. Und hierbei ist zu beachten, dass Anis und Mais, so wie ich es verstanden habe, die haben sich ja vor seiner YouTube-Zeit kennengelernt, verheiratet und so weiter. Und Anis kannte ja dieses Leben gar nicht. Viel Geld, Reichweite, Fame, dieses. Das heißt, diese Frau hat den Mann so genommen, wie er war. Und dann mit der Zeit, wo er wahnsinnig geworden ist, so viel Geld verdient hat, Größenwahn und so weiter, hat er seinen wahren Charakter gezeigt. Sie braucht einen Psychologen. Und sie sitzt da, lutscht den Kamel-Tor von Shirin David und erzählt mir, dass ich Psychologen brauche. Mit 50.000 Fake-Accounts von einem Sohn mit 40 Abonnenten, die ich an einem Tag mache. Was? Warum? Ich könnte nicht einmal jetzt an jemand anderen denken, selbst wenn ich es will. Weil ich sie gefragt hatte, Bro, wir schlafen seit einem Jahr nicht. Und ich habe eigentlich so einen Schwanz. Und in mir ist sehr viel Testo. Und sehr viele Frauen lutschen mit ihren Blicken meinen Schwanz. Und ich bin eigentlich so, ist das ja, was soll ich tun, Digga? Aber ich war der einsame Held. Ich habe nicht mal gewürzt, Digga. Ich wurde Da Vinci. Ich habe verstanden, dass du den Samen hier so mäßig nach oben leiten musst. Hier in deinen Kopf. Ich könnte nicht mal einmal jetzt an jemand anderen denken, selbst wenn ich es will. Und sie ist mit 1 Million Problemen in ihrem Leben beschäftigt und mit ihrer Psyche am Ende, dass sie sogar einen Therapeuten sucht. Auf Ernst. Warum schreibt ihr mir das bei mir und nicht bei ihr? Die, die als erstes diese Kinder gefährdet, weil sie nicht einmal ihren Vater sie zeigt, egal was sie postet und sie faken kann. Ich spucke auf deine Ehre. Ich habe so keinen Bock, jetzt diese Chats vorzulesen und so und zuzugestehen, was für eine Krasse sie eigentlich ist. Verstehst du? Weil sie hat endgültig ihr Gesicht halt heute gezeigt, weil sie so auf Arm, ey, danke schön, Dave. Hadet, ern, dualil, haden, sunde, den, wori, den, ern, in, ern, in, ern. Wie viel Hadet denn war das denn, Amunaroy? Was heißt das überhaupt, Digga? Das war mir zu viel Dit an, Alter. Hadet, ern. Dit, ern, avna. Dit, ern, brahim, avna. Kete, jo. Ha? Ich kenne nur von Anime Haruka und diese ganzen Dings von Tekken und die, aber was ist Hadid an, Bruder? Und diese Not sagt als allererstes im Internet etwas über meine Mutter. Sie war nicht gut zu mir, okay. Bruder, sie hat meine Ohren geklaut, habe ich selber gesagt, obwohl ich es nicht wollte, aber ihr ging mir auf Sack, Bruder, aber ich bin ein Adam. Wenn man mir lang genug am Sack geht und sagt, hey, du sagst, du bist der und der, sag ich, steck das in dein. Ich bin Herkules, du verstehst du? Und je älter ich werde, desto stärker. Egal, was du von mir denkst, es wird hypen. Egal, wie oft du mich löscht, ich will in seinen Spiegel, Digga. Leute schreiben mir so, bringst du den Song nicht raus, weil ich deine Mutter am F*** bin, Digga. Sie war eine Hure. Jetzt muss ich das richten, Digga. Und ich verstehe die Welt selber nicht mehr, obwohl doch. Macht eigentlich Spaß. Weil jetzt bin ich auch wirklich ich. Ich bin auch wieder in meinem Zustand, Digga. Ohne diese F***. Weißt du, wie ich meine? Ich habe verstanden, Bro. Und jetzt schreibt sie mir, nachdem sie einen Psychologen braucht, also ich schreibe dann, Wallah, ich kann das alles nicht mehr lesen, können wir hier stoppen. Ich wollte einfach, Bruder, was? Du hast mir, Bruder, darauf schreibst du, ich schreibe, ihr könnt bitte hier stoppen, Alter, ich bin müde. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich arbeite, damit du dir das Geld hast. Was ihr gleich sehen werdet, wie gierig sie das verlangt. Wie so, ah, Bro,
Du hast mir jeden Funken Hoffnung für diese Ehe genommen. Das Zuhause sein ist nicht alles, weil zu Hause kostet 6 Millionen Euro. Sorry, du. Es ist das ganze Leben mit dir. Habe ich oft genug erklärt. Also, es war immer, ich bin nach 22 Uhr zu Hause. Man liest also, was ich ihr schreibe. Und keine Ahnung, es löst nichts in mir aus. Ich sage das nicht, um dich zu verletzen. Es ist nur für mich nichts wert, einfach deine Worte. Also, ich finde, man kann mir nicht. Der hat dir doch recht, 100%, Digga. Was versuchst du dazu zu bezwecken? Hä? Das ist ja nur ein Eigentor damit. Mehr wehtun, wenn ich mir Mühe gebe und so einen Text schreibe, obwohl ich ein Mann bin, als so etwas zu schreiben, nachdem ich 7 Stunden gewartet habe. Versteht ihr? Heute verstehe ich's. Sie hat halt tagsüber, wo ich bis 22 Uhr gearbeitet habe, bei meinen Freunden gelutscht. Jeden einzelnen. Und ich werde euch auch gleich beweisen, dass sie San Diego mir sie gebracht hat und sie ihn vor mir kannte. Und es ein Plan war von denen und sie ihn schon länger kennt. Weil sie auch eine Cousine hat, die in Gütersloh lebt. Und ich sie oft dahin gehen lassen habe. Weil ich mir gesagt habe, ich werde nicht wie jede Tschetschene meine Frau in Käfig sperren. Das war wahrscheinlich der Fehler. In meinem Kopf ist das Einzige, meine Zukunft sichern. Also sie redet wieder über Geld. Es waren irgendwann nicht mehr 150.000 Euro im Monat, es waren nur 30. Wie sieht mein Leben aus? Wie werde ich Geld verdienen? Wo lebe ich? Das hat halt meine Mutter gefickt. Also ich sag dir ehrlich, das hat komplett... Das ist schon hart. Wann hat sie das geschrieben? Also sie ist ja im Dezember gegangen, okay? Das war am 21. März. Also das war so, das war die Normalität. Was sehr schöne Kamera. Dankeschön. Ja. Ist alles gut, Jungs, Alter? Alter. Was machst du hier? Kurz Video drehen, ja? Mit Ex abschließen. Nein. Auf jeden Fall war das am Dienstag, 21. März. Ich habe alles, was ich geschrieben habe. Der Mann, der den angesprochen hat, der weiß gar nicht, was für ein Psychopath da eigentlich auf der Treppe saß. Zurückgezogen, weil ich einfach dachte, Digga, wieso schreibe ich hier überhaupt? Versteht ihr? Weil, das ist lächerlich, Bruder, so redest du mit mir immer über Geld. Ich dachte, man ist zusammen, weil man durch dick und dünn ist, weil man ein Bruder ist, der in schlechten Zeiten da ist und in guten egal ist, weil gut ist er schon gut. Der soll mich nicht mehr um dich. Aber wenn es dir schlecht geht, doch, ist das nicht so, aber anscheinend nicht. Schon sehr traurig. Und ich rede so mit dir, weil du nie mit mir geredet hast. Ich habe halt nur rausgefunden, dass du San Diego in Chats geschrieben hast, dass du ihn gerne einrutschen würdest. Nein, du hattest schon geschrieben, so als ob du ihn eingerutscht hättest. Und wie Spaß es gemacht hat, das zu tun. Und er meinte, das war das Krasseste, was er je gefühlt hat. Das war so voll ekelhaft zu lesen. Und dann habe ich mich erinnert, dass San Diego eine Woche davor meinte, ob er zu uns kommen darf. Und danach meinte er, ob er dir schreiben darf und dass er dich liebt. Und weil ich halt kein Neandertaler bin und nicht wollte, dass ich ihn töten muss, habe ich gesagt, okay, Bro, bist immer willkommen. Und dann wollte ich bei ihm, bei mir zu Hause, den Bruder, was schreibt er eigentlich? Dann wollte ich ihn zur Rede stellen, als er gekommen ist. Aber genau an dem Tag, wo er zu uns kommen wollte, hat Anis einen Streit verursacht und ist abgehauen nach Gütersloh. Und das ist in der Nähe von Dima. Und jetzt habe ich so ein paar Chats gelesen und erst verstanden, wow, deswegen haben die was? Und das ist krass, wie sehr die beiden mich manipuliert haben. Ich sage euch ehrlich, genau das ist die Kunst von einem Maiskolben, dass er absolut weiß, wie er zu reden hat. Es sei denn, wir täuschen uns hier und es ist nichts als die Wahrheit. Entweder versucht er einfach alles zu drehen und es so darstellen zu lassen, die Schläge an seine Frau, die ganzen Psychosen und alles, was danach gefolgt ist, dass das basierend darauf, ja, so entstanden ist wegen der Fremdgeherei und so weiter. Oder dass er einfach hier nur... Boah, Digga, also ich sag euch ehrlich, wenn das stimmen sollte, dass Anis von Anfang an ihn betrogen hat, auch noch mit Sunny, und das durchgehend und einen Plan hatte und so abgewichst war. Das ist crazy. Das ist crazy. Einerseits würden jetzt einige Leute sagen, ey... Nach 7 Jahren Ehe, wenn ich so versklavt werde, soll man sich nicht wundern, wenn man irgendwie Liebe bei einem anderen Mann sucht, wenn der eigene Mann irgendwie nicht zu einem kommt und nur beschäftigt ist mit dies und das. Aber wer weiß, wie viele Jahre sich schon fremd geht, ob das irgendwann schon mit der Zeit passiert ist, also wenn das stimmt. Aber wie gesagt, da steht alles im Raum offen, was ich ihm erstmal noch nicht glauben kann. Aber er redet so oft darüber, er versucht es einen so in die Köpfe einzuprägen, ne? Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, aber wiederum, wann bin ich dabei? Es
50-50, es könnte immer noch sein. Boah, das ist krass, Digga. Das ist eine ekelhafte Scheiße, Digga. Ich will dieses Haus gar nicht mehr. Sie redet über dieses teure Haus. Ich hatte das genommen, weil ich uns dieses Haus unbedingt kaufen wollte. Aber dann hat irgendwie Scheiße über mich zu reden und von 200.000 Euro wurden halt nur so 40, 30, je nachdem. Aber ich bin eigentlich ein... Das, was sie geschrieben hat, er hat es gar nicht verstanden. Sie wollte damit sagen, dass mich das alles nicht interessiert, dein scheiß Haus, dein Geld, dein Fame. Ich will mein Leben leben, mit dir Zeit verbringen, dies und das. Ich glaube, der hat das gar nicht verstanden. Adam, ich kämpfe mich durch. So, ich habe mich krass durchgekämpft. Ja, Leute, nicht unbedingt 50-50, klar. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also am Ende des Tages will ich damit sagen, wir können nicht wissen, ob sie fremdgegangen ist oder nicht, weil wir waren nicht dabei und deswegen ist es ein 50-50. Das heißt, entweder könnte er recht haben oder sie könnte recht haben, weil am Ende des Tages niemand von uns weiß die Wahrheit, außer die beiden und Gott. Und Sunny natürlich. Also, weil würde sie wirklich über die letzten Jahre fremdgegangen sein und schon längerem was mit Sunny gehabt haben und die ganze Zeit, ne, war sie verheiratet mit Mais und hat Kinder und ich sage euch ehrlich, das würde das Ganze, man müsste neu reingehen in diesen Fall. Wenn das stimmt, sage ich euch ehrlich, dann passiert hier so einiges. Dann ändere ich meine Meinung, dann wechsle ich vielleicht die Seiten. Also, das wird mir ein bisschen zu viel hier, Digga, sage ich ehrlich. Dann mit TikTok Lives wieder 200.000 Euro im Monat. Also das war die Zeit, wo sie gegangen ist. Dann lief Oder wir müssen vor Gericht neu verhandeln, Aktenzeichen raus und sage ich ja so, wie es ist. Wallah, das ist immer zu viel, Bruder, wenn das wirklich stimmt. Das ist perfekt. Das ist die Zeit, wo ich auf dem Weg dahin war, versteht ihr? Sie ist in meine besten Zeit gegangen, wo ich diesen Pool alles hatte und hat mich da zerstört. Versteht? Okay, Chat, komm, ich stelle euch jetzt die Frage. Ich werde nicht manipuliert, aber ich sage auch, dass wir natürlich nicht nur sofort einer Seite glauben können, auch wenn wir zu 100%, also schon nahezu Anis glauben und das mit dem Schlagen wurde bestätigt. Aber dennoch steht es im Raum offen und es könnte sein, dass sie fremdgegangen ist, was wir nicht wissen. Wir waren nicht dabei. Es könnte gelogen sein, was er hier erzählt, es könnte aber auch stimmen. Wir wissen die Wahrheit nicht. Aber sagen wir mal, es kommt irgendwann ein Video raus, irgendwelche Bilder, zu 100% kommen irgendwelche Beweise raus und sie macht ein Statement und sie äußert sich dazu und sagt, ja, okay, es stimmt, ich habe seit längerem was mit Sunny gehabt, aber auch aus dem Grund, weil ich einfach mit Mais keine Liebe mehr hatte, bla bla, wie auch immer. Stell dir mal vor, das kommt einfach raus, dass sie fremdgegangen ist über mehrere Jahre. Und er deswegen diese Psychosen bekommen hat. Jetzt sagt mir, Wallah Billah, wie ändert sich eure Meinung? Wie seht ihr das Ganze dann? Zu wem steht ihr dann? Wie würdet ihr einfach kurz gefasst reagieren? Wenn es heißen würde, sie ist über die letzten Jahre fremdgegangen und deswegen, und er hatte die ganze Zeit recht und er hatte deswegen diese Psychosen. Wallah, was passiert, Bruder? Boah, schwer, ja. Wenn er sich doch krass sicher ist, wieso bringt er keine Beweise? Ja, hat er Beweise, ne? Trotzdem Spendengelder. Ja, klar, klar. Ich meine, es geht jetzt nicht um Spendengelder, dass ein kaputter Mensch ist so oder so. Es geht einfach nur um diese eine Sache, dass er sie geschlagen hat, zugegeben. Aber hat er sie geschlagen wegen der Fremdgeherei? Ist sie wirklich fremd gegangen? Ist er deswegen so kaputt gegangen? Haben wir ihn zu Unrecht so behandelt und haben wir, weißt du, klar, es ist ein ekliger Mensch und hat viel, viel Scheiße gebaut. Das bleibt, weißt du, keine Frage. Aber das mit der Fremdgeherei, Bro, wenn das irgendwann rauskommt, dass das stimmen sollte, ne? Ich sag euch ehrlich, das wird crazy, das wird heavy. Seht ihr das? Und jetzt weiß ich warum, weil die zwei immer zusammengearbeitet haben. Obwohl sie bei mir zu Hause gelebt hat, weißt du? Ich weiß selber nichts. Einen, zu viele Fragen, Digga. Aber am Ende des Tages, so wie gesagt, ich stehe dennoch so zu Anis und glaube das mit der Fremdgeherei nicht. Und solange keine Beweise kommen, Digga, bleibe ich so bei meiner Meinung. Vor Garten, habe ich gesagt, weil ein Gartentyp hat uns gesagt, er will 4.000 Euro. Sie sagt, ich mag dieses Haus nicht. Also sie hat einfach, obwohl dieses Haus so schön war, hat sie gesagt, ich mag dieses Haus nicht. Ich mag nichts davon. Ich habe meine Mutter gefickt, damit sie das Haus möglich hat. Okay. Wieso redest du jetzt so? Was ist los, Schatz? Ich habe jetzt nichts hier angeschrien. Ich hab da schon gewusst, ich muss ein Video darüber drehen. Wieso? Ja, okay. Alarm! Alarm! Ganz gut. Alles gescreenshottet, Bro, sofort. Ich so, okay, es ist nicht möglich, dass das passiert, aber wenn... Ich so, es war immer eine Frage, okay, aber wenn es so ist, wie?
Ja, als Herkules, aber ich wusste nicht, dass das so schwer ist, Digga. 2 Uhr nachts in Griechenland, damit ich Zeus werde. In Griechenland, ich bin Zeus jetzt mit Zeus-Tattoo in Griechenland um 2. Oh mein Gott, wo ist mein Hut? Es macht mich so traurig, viel trauriger als... Egal, was ihr denkt, Bruder. Hey, wieso bedeutet deine Kinder? Und jetzt musst du dir vorstellen, ich zahle 1,2 Millionen Euro von diesem Haus, auf den sie meinen Kopf gefickt hat, auf diesem Weg. Zahle ich. Es fehlen nur 200k. Ich zahle jeden Monat 30-40k. Ich kriege 30-40 von VI rein, 30-40 für das Haus. Finanzamt für 56, wieder dies, das. Immer wieder, Bro. Ich bin absolut am Ballen, weil sie immer meinen Kopf fickt und ich mir denke, okay, wenn ich dieses Haus hole, kommt sie wahrscheinlich runter. Und das war zu spät, Bro. Wir hatten schon Kinder, ich habe 2 Tage. Kinder kamen sofort, Bro. Dann war zu spät. Ich dachte, okay, scheiße, ich kann sie jetzt nicht hier liegen lassen in der Schlampe. Doch, hätte ich tun müssen. Werde ich jetzt tun. Immer wieder. Immer wieder gerne und mache ich einfach mal draus. Okay, wird ein langes Video, aber das beendet das für mich ein für alle Male. Wenn sie jetzt so in meine Richtung wieder pinkeln und so, werde ich dir anscheißen. Aber auf so lustige Art und so, aber denk nicht, dass mich so kleine Nur gejuckt haben, okay? Ich spuck auf sie. Die haben sich diesen Plan 7 Jahre lang geschmiedet, weil ich einfach ein König bin, egal was ihr denkt. Ich hätte diese mal geopfert für diese Kunst, die ich jetzt von ihnen übernommen habe. Man in the Mirror hat einfach so 1 Milliarde Klicks in 2 Wochen drauf. Ich bin so gefährlich, dass ihr mich töten wollt. Ich bin Andrew Tates Vater. Ich habe 12.000 Fanseiten, die selber 2.000 Abonnente Minimum haben. Ich mache am Tag 200.000 Abonnente. Jeden beschissenen Tag. Egal wie oft ihr mich löscht. Und das ist geil. Wenigstens YouTube auch läuft. Und ich bin jetzt ein neuer Charakter, der sich formt. Geht mir nicht am Sack. Und ihr klammert euch die ganze Zeit an meine Vergangenheit und wollt irgendwas mal am Sack. Geht mir nicht am Sack. Ich bitte dich. Ein allerletztes Mal. Und ich will dir körperlich nicht wehtun. Aber ich bin ein Psychopath. Lass mich bitte in Ruhe. Versuch mich nicht in den Knast zu stecken, nur als bei mir läuft. Richtiger Taler Hund, Digga. Was willst du von mir? Wenn ich in den Knast gehe, hat dein Sohn doch keinen Vater und du hast doch noch weniger Geld. Was ist deine Mission? Wieso beschützt du diesen Juden mit deinem Leben? Und was will dieser Jude von meinem Sack? Bist du schwul? Willst du meinen Schwanz lutschen, du kleiner Schwanzlutscher? Du willst mir erzählen, dass ich stand bin? Ich habe Deutschland deine Mutter, du Uhren. Ich werde dich in deine Gebärmutter zurück, wenn du nicht aufhörst. Hast du mich verstanden, du kleine Jude? Und das sage ich nicht, weil du ein Jude bist. Ich sage das, weil du ein Bisterbord bist, der verheiratete Frauen geklärt hat, obwohl er selber verheiratet ist und deine Mutter krank ist und auf meine Kinder aufpasst. Was seid ihr für beschissene Hundesöhne? Haidet, Andal, Schuchor, Alter, was ist los? Und ihr wollt öffentlich noch was dribbeln, Bruder? Wir sind Soldaten dieses Universums, Bro. Das ist für uns ein heiliger Krieg. Nicht psychisch, ich meine nicht physisch, psychisch. Es geht nur so ohne Waffen, Bro. Aber schick mir nicht deine beschissenen Araber, Bro. Schick mir auch nicht deine beschissene Polizei, ich habe dir nichts getan. Du fickst mit deinem beschissenen Ex mit meinem Geld seit beschissenen, keine Ahnung wie lang. Und jetzt lesen wir die Chats weiter. Das war am Donnerstag, 30. März. Bruder, wieso fickst du am Donnerstag, um 30. März 2023 um 15.48 Uhr? Meine Mutter. Was habe ich deine... Vielleicht hätte ich es ihr tun sollen. Und das ist die Erkenntnis, auf die ich komme in Griechenland als Zeus. Um 3 Uhr nachts. Das ist schon ziemlich romantisch. Boah, weißt du was krass wäre, wenn du jetzt meinen Hut holst. Und meine Kunstfigur war Mäus. Dann hat eine Frau versucht umzubringen. Mit meinem besten Freund. Und das ist halt das, was du siehst. Und daraus wird diese Zahl, die das auch bedeutet. Und das er stellt für Seifu war. Weil er wie meine Faust und so mein Sohn und der... so mache, verletzt ist. Deswegen ist da drauf der Auge, weil ich immer an ihn denke. Deswegen dieser Arm mich zu allem treibt, habe ich hier diesen S. Und das bin ich auf diesem Kanal, egal wer ich war. Egal was ich mache, es macht halt Tricks. So sehr, dass irgendein und irgendwas über mich erzählen muss, dass ich irgendwie nie da war oder so. Aber ich zeige euch gleich, wie diese obwohl wir verheiratet sind, ich alles dafür tue, dass wir dieses Haus haben. Bruder, wunderschöne Familie, Kinder lieben sich, ich liebe Kinder. Bruder, ich sterbe für diese Kinder. Ich habe diesen Lifestyle, der ich bin, diesen Bastard, diesen... einfach abgelegt, obwohl ich damit in Ultra-Instinct alles wegrippe. Ich dachte, okay... Bruder, der hat ein bisschen trainiert, ist auf Defi, ist auf Testo und irgendwie, der denkt, der ist der Heftigste, Bruder. Der hat den verarscht, Alter. Ich lasse die anderen bauen. Ganz ehrlich, ich lasse die anderen bauen. Ich muss doch einfacher Familienrippler sein. Ich kann auch so bauen. Scheiß auf Michael Jackson, Mann, Alter. Ich dachte, ich muss der Nächste sein, so mit Hut wie Ruffy und One Piece und so. Und dann diese Moves und Man in the Mirror, ich bin in deinem Spiegel. Wenn du mich anschaust, schaue ich dich an. Ich gebe dir meine Plattform, meine Reichweite, Hälfte von meinem Geld, das gebe ich meine Community. Keinem Hut, der jetzt irgendwie erzählen will, dass ich sie geschlagen habe. Alhamdulillah, dass ich dich nur geschlagen habe. Und meinen Hass spürt so viel. Und so viele Nationen sieht das. Und diese Definition hier auf dieser Brust, Bro, wow. Wow! Und ihr beiden Nutten könnt nicht einmal vor die Kamera kommen. Tja, das ist der Film. Die Industrie ist so am Sack, die denkt nicht an diese Nutten, an diese 2 Kinder, sie wollen meine Kinder. Ich habe über 13 Monate meine Kinder nicht gesehen, weil diese am Lutschen ist.
checkt ihr den Film? Und weil ich trotzdem glücklich bin und sage, ja okay, dann leb so, versucht sie mich öffentlich mit einem Juden zu deformieren, löscht fast 8 Millionen Subs von mir auf jeder Plattform, hetzt die auf mich und will einfach, dass ich sterbe, Bro. Ich wäre nicht, wenn diese greift und sagt ein bisschen Wahrheit. Aber jetzt sage ich euch die ganze Wahrheit, okay? Ich möchte, dass ich bei ihr so ein paar Stufen weiterkomme. Weil ich sterbe langsam, Bro, Alter. Weißt du, was ich meine? Also, greift die Chance. Ich so, ja, geh eh morgen. Sag Anis, ich küsse ihr Herz und ich hoffe, alle werden glücklich. Ich so, hä? Hä? Wieso schreibt er mir das hier? Und ich schreibe, ja, geh eh morgen. Und dann sage ich, depend schon. Einer, geh mir nicht nach. Du über sie Hadet an. Weißt du nicht, dass ich Tschetschener bin? So, auf den schreibe ich, depend schon. Und das war am 10. Mai. Warum hast du dann in der WhatsApp-Nachricht nicht geschrieben, wie redest du über meine Frau? Was für, ich küsse ihr Herz, willst du mich verarschen, wie redest du so? Der schreibt die Pension, Digga. So wie du jetzt gerade so cool redest, warum hast du denn nicht wie ein Mann da auf WhatsApp geschrieben, hä? Ich sag euch ehrlich, das ist schon nicht korrekt von Sunny. Also was heißt korrekt? Das ist gar nicht okay, Digga, dass jemand schreibt. Was hat er gesagt? Sag eines, ich küsse ihr Herz und ich hoffe, die werden glücklich. Bruder, sowas darfst du nicht schreiben, Digga, über seine Frau. Du hast eigentlich gar nicht über die Frau von deinem Kumpel zu schreiben, weißt du? Und dann zu sagen, ich küsse Herz, dies und das. Hätte auch meist anders reagieren müssen. 10. Mai, okay? Ja. Dankeschön. Was? Da war noch. Dafür kann aber Anis nicht. Ja, klar. Noch ein Mann und noch eine Frau, die meinten so, Pass von anderer Person und so weiter. Ich habe gesagt, der sucht extra Nachrichten ohne Zusammenhang. Ja, das kann aber auch sein. Aber dennoch so. Ja, aber okay, bei denen damals so in dieser Blase war das ja so, wo jeder gesagt hat, ich küsse dein Herz, ey, pass auf dich auf. Und viele haben mit Anis geredet. So, ich glaube, das war auch vielleicht gang und gäbe, so zu reden, auch wenn es sich nicht gehört. Er hat Toto gesagt, das war alles gut. Ne? Dann haben die seinen Computer irgendwas geguckt. Was, wenn er die Chats gefälscht hat? Ja, das steht auch noch im Raum offen. Aber dann würde Sunny doch dagegen eine Story machen. Da hat sie irgendwas gesagt, dann habe ich gesagt, ich kann nicht so gut Englisch, ne? Dann meint sie ja irgendwas. Dann, oh, okay, ganz so. Okay. War komisch wieder, ne? Verängstigt sahen sie aus, genau. Ne? Siehst du, wie oft wurden aus Hotels rausgeworfen? Jedes Mal, nach jedem Tag. Und wir zahlen 600 Euro pro Tag. Mhm. Und die ganze Welt jagt uns, jeder Polizist jagt uns, Bruder. Und ich habe Angst, dass ihr was passiert, deshalb schicke ich sie morgen nach Hause. Weil ich nicht weiß, ob die mich einfach töten wollen. Ich verstehe nicht, was das hier alles soll. Ich sag euch ehrlich, Bro, nehm ich überhaupt auf? Boah, gut, zum Glück war ich am Aufnehmen. Bruder, Schock, ich schwör bei Gott. Okay, wir lesen jetzt weiter. Aber Bruder, wir wurden auch, Bruder, das ist Interpol. Interpol jagt mich, Bruder, was ist das? Kannst du mir eine Zigarette anzünden, bitte? Meinst du, die schmeißen das jetzt wieder raus? Depend schon, sag ich Abi. Und sag ihr, niemand von uns nimmt ihr das übel, egal morgen. Ich erkläre euch, was er damit meint. War auch am 10. Mai 2020. Simultan schreibe ich Anis. Hab damals schon gescreenshottet, weil ich dachte, oh, ich brauche sie jetzt nach Hause. Was? Schlechtes Gefühl? Ja, der kommt wieder. Wer ist das? Sie meint, ich habe ihr das Problem verschafft. Walla, du bist das Letzte auf dem Planeten, Delta. Dir gehört ins Gesicht gespuckt. Das sagt Anis, okay? Ich habe dir gesagt, Mutter, kläre ich Hochzeit. Heute ist Montag, ich habe es geklärt. Du hast mir das Problem verschafft mit der Halle. Mit 1000 Versprechen ruiniert. Ruinierst es fast. Und Christopher, willst du noch Handkuss? Dir gehört ins Gesicht gespuckt, du Dreck. Wallah, steck dein Geld sonst wohin. Ja, man weiß jetzt nicht, was davor passiert ist. In was für eine Lage meist sie gebracht hat, ne? Es könnte sein, wenn er irgendwas Schlimmes gemacht hat, dass es dann verständlich ist, dass sie so geschrieben hat. Auch wenn es sich nicht gehört, seinem Mann so zu schreiben. Wissen wir jetzt nicht, was der Kontext davor war. Mit der Hochzeitshalle, mit 1000 Versprechen. Aber allgemein, ich bin zu 100% dagegen. Also wenn meine also wisst ihr, wo bei mir schon so ein Schlussstrich ist, wo ich jetzt nicht sofort sage, ich würde mich scheiden lassen. Klar, kannst du eine Ehe nicht sofort aufgeben. Aber das hatte ich auch bei meiner ersten, einzigen Ehe, wo es der Fall war, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, so ey, das wird so weiter nicht funktionieren. Wenn einfach deine Frau bzw. dein Partner, das kann auch vom Mann kommen, dieses Respektlose, wenn man respektlos miteinander redet, wenn man sich gegenseitig beleidigt, ich spuck dich an, selbst wenn es nur ein Halsmaul ist, du Pisser, du Bastard, und viele Leute machen das in der Ehe sogar auch Spaß, beleidigen sich. Also ich schwöre auf alles, bei mir in der Ehe, also das ist ein absolutes No-Go, wenn man sich gegenseitig beleidigt, wenn man keinen Respekt gegenüber hat. Stell dir mal vor, deine Eltern, Schwiegereltern irgendwie bekommen mit, wie ihr euch beleidigt. Also für mich ist das wirklich, also eine Frau, meine Frau darf meiner Gegenwart kein
schlimmes Wort in ihren Mund nehmen. Genauso gehört es sich auch für mich, aber wenn ich mal fluche, wenn ich Aggression habe oder sonst was, kann es vorkommen. Dennoch finde ich, dass aus einer Frau, aus einer wunderschönen Blume, finde ich, gehört es sich nicht, irgendwie so ekelhafte Wörter zu hören. Und allgemein, kurz gefasst, in der Ehe, Digga, das gehört sich nicht. Das ist für mich das Allerwichtigste überhaupt, Digga, dass man vernünftig spricht. Dass keiner ausrastet, beleidigend wird, schreit und wie so eine Furie, wisst ihr? Und hier, das zum Beispiel mit diesem, die gehört ins Gesicht gespuckt, na klar, wissen wir nicht die Vorgeschichte, dennoch sage ich auf jeden Fall, das gehört sich nicht, Digga, auf gar keinen Fall. Ruiniert ist fast alles und kurz davor wird sie noch Handkuss, also weil ich geschafft habe, 60.000 Euro Hochzeit für sie zu bezahlen. Dann schreibt sie mir, der gehört ins Gesicht gespuckt. Du Dreckwaller, steck dein Geld zum Kuchen. So schreibt sie. Wir kennen die Vorgeschichte nicht, aber wenn es wirklich so gewesen ist, dass er dem Bruder von Anis eine Hochzeit spendiert hat für 40, 50, 60.000 Euro, wie viel auch immer, es aber auch noch im letzten Moment gedreht hat und sie bis zum letzten Moment halt so dieses Flattern hatte und nicht wusste, ob es klappt oder nicht, weil sie ihr Gesicht verlieren könnte bei der Familie. Wenn das wirklich so der Fall ist, dann hat auf jeden Fall Anis hier sehr, sehr schlecht und falsch reagiert. Also wenn das wirklich die Wahrheit ist, weil Bro, der Mann spendiert dir eine 50k Hochzeit für deinen Bruder und du sagst, dir gehört ins Gesicht gespuckt, weil er es auf dem letzten Drücker noch gemacht hat. Wenn das so die Wahrheit ist, ne, sage ich schon mal Nummer eins. Aber wenn das, also was heißt, wenn das gelogen ist? Wir wissen ja nicht natürlich, was der Kontext war, ob das gelogen ist, was da stimmt, ne? Das ist das. Ich sag nur, wenn das stimmen würde. Und das war am 14. Mai 2023. Wisst ihr, ich meine, das ist das Ding. Quasi an die 70. Weil das ist nicht selbstverständlich, dass meist die Hochzeit von Anis Bruder bezahlt. Ja. Ja? Ich habe mich nicht gemacht, dass ich auch gelogen bin. Ha? Ich habe mich nicht gemacht, dass ich auch gelogen bin. Was sollen die von uns machen? Wallah, ich will nur meine Ruhe, Leute. Die wollen nicht einfach nur umgehen. Siehst du, das ist der Typ. Sorry, I will come now in like 10 minutes. I'm just doing a movie. When I'm done so 10 minutes, I come. I'm this guy with passport, okay? Welcome. Am nächsten Tag schreibt sie mir dann. Ich habe Flugtickets gekauft, ich bin morgen weg, jetzt kannst du weiter für dich machen. Ich sag, du bist... Du hast mir das Problem verschafft mit der Halle, mit 1000 Versprechungen... Also warte mal, das haben wir doch schon gelesen eben, Alter. Voila, echt dumm und ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Es ist am 15. bis... Ich habe Flugtickets gekauft, ich bin morgen weg, jetzt kannst du weiter für dich lachen. Du bist, voila, echt dumm und ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Es ist 15 bis 25, musste man das zahlen. Ich habe mir Mühe gegeben, du sagst, du spuckst mir in mein Gesicht. Ich versuche einfach nichts zu sagen und lache, um nichts Falsches zu sagen. Als Reaktion gibst du Geld aus, was wir nicht haben. 25. musste man diese Halle zahlen in Hochzeit. Ich habe mir Mühe gegeben, du sagst, du spuckst mir in mein Gesicht. Ich versuche einfach nichts zu sagen und lache, um nichts Falsches zu sagen. Als Reaktion gibst du Geld aus, was wir nicht haben. Also du verpisst dich jetzt, nachdem ich gezahlt habe. Chillst nicht mit mir, nachdem ich meine Mutter gefickt habe, damit du 60.000 Euro für deinen Bruder zahlen kannst. Wieso tue ich das überhaupt? Okay. Nimmst Kinder weg und Sohn von seiner Ausbildung, als ich meine Kindergarten. Und du denkst... du machst irgendwas richtig. In der Zeit, wo dein Bruder... Ich weiß nicht, wieso du... Also sie ist einen ganzen Monat nach Wien verschwunden, um auch zu lutschen. Ich weiß nicht, wieso du so... Ich habe so viele Fragen in meinem Kopf, ne? Wir kennen halt, wie gesagt, die Vorgeschichte nicht, aber wenn das stimmen sollte, dass er, weil er mit Ach und Krach zum Schluss die Hochzeit bezahlt hat und sie deswegen so durchdreht. Boah, ich habe so viele Fragen gerade in meinem Kopf. So viel Hass hast, aber wallah, ich gebe mir Mühe, mach was du willst, ich will eh nur sterben, ich bin wie dein Sklave. Alles gegeben und wollte dich einmal lächeln sehen, weil es klappt. Du sagst, steck es in deinen Arsch, Wert wollte Handkuss von dir, du redest von irgendwelchen Pascals und allen, ich wollte dir einfach nur sagen, ich habe es geschafft, was ich versprach, ich check nicht, wieso du das gerade tust. Ich sehe deine nichts verkehrt. Was sagt ihr Chat dazu? Boah, ich bin überfordert, Digga. Karl Meister hat Psychologie studiert, nicht vergessen bitte. Klar, 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 das meine ich ja damit. Er kann uns auch was hier vorspielen, aber ich sage nur, wenn das stimmen sollte. Aktenzeichen neu aufmachen. Wir müssen vor Gericht. Und das ist der Typ, den habe ich das dann erzählt, mit dem ich das geklärt hatte. Er hat mir dann geschrieben mit Erschweren, es kommt die Erleichterung. Dankeschön, Bruder. Dann habe ich ihr geschrieben, ich habe in den letzten zwei Wochen nichts angefasst, wovon ich gesagt habe, ich vermisse es auch nicht. Ich werde es auch nie wieder vermissen. Ich meine, dass ich mit dir nicht mehr schlafe. Das war die Zeit, wo wir angefangen haben, nicht mehr miteinander zu schlafen. Was ist, wenn diese Chats fake sind? Boah, es könnte auch sein, der Typ ist skrupellos.
dieses ganze Jahr bis Dezember. Weil normalerweise haben wir gesehen, wie Mais immer ausrastet in seinen Nachrichten, wie er sich immer beleidigt und so weiter. Und hier könnte es sein, dass er die Chats gefaked hat und extra so ruhig geschrieben hat, so nach dem Motto, dass er gut dastehen möchte. Bro, das kann auch sein. Ich fick mein Leben, ich stehe wieder wie so ein Hundesohn, der da liegt und beleidigt werden kann, obwohl ich meine Seele diese Woche gefickt habe, alles zu tun, was ich kann. Das ist so lächerlich, ich schwöre auf Koran und ich weiß auch nicht, wie es für dich aussieht, als wäre ich ein Hundesohn liegen, als ob du mir glaubst, dass nichts von mir ist und ich rauche 99% davon David of Gold. Also sie meint, ich bin ein Junkie, weil ich Gras rauche und meint, deswegen wird sie mich jetzt verlassen. Und ich meine, Digga, ich zahle deine Hochzeit, damit du ein bisschen mehr bei mir bleibst und du reagierst so. Okay, hast mich eh geblockt. Das macht mich so traurig und fickt wieder den ganzen Tag. Also ich habe eine geblockte Person geschrieben. Dann habe ich ihr geschrieben, ich lache jeden Tag, spiele überall mit, bring was ich kann nach Hause, bis zum letzten Cent, aber ich bin irgendwie so, die Leiche ist okay, aber auf die man noch dazu spuckt, wozu? Also wieso produzierst du das alles? Das macht dich nur kleiner. Du bist ja eigentlich eine Königin, du hast sowas nicht so lang nötig. Gute Nacht, Alice. Und auf all das antwortest du nur, gute Nacht. Da waren wir verheiratet, ganz normal miteinander. Ganz normal. Ganz normale Brille. Ich seite auch nicht, keine Sorge. Da war sie wieder bei Eltern oder bei Güters. Ja, ich finde, es ist auch ein bisschen scheiße. Es ist auch dass wir jetzt zu 100% gegen Mais sind und auch sofort sagen, ey, was, wenn die Chats fake sind? Weil so waren wir bei Anis nicht eingestellt. Ich finde, man sollte wirklich versuchen, das Ganze neutral zu betrachten. Und deswegen sage ich ja auch, was ist, wenn diese Chats stimmen? Dann hat Anis sich auf jeden Fall falsch verhalten. Klar, wir kennen den Kontext von davor nicht, wir wissen nicht, was davor abging, dies und das. Aber das ist halt schon ein bisschen komisch hier, könnte fake sein, aber stell dir vor, das ist nicht fake. Und der Typ hat wirklich versucht, irgendwie, sagen wir mal, das ist jetzt nur eine Sache von vielen, wo vielleicht sie einen Fehler gemacht hat und er sich bemüht hat, etwas Gutes zu tun. Kann ja auch sein. Vielleicht hat er dennoch 7 Jahre in der Zeit sehr viele Fehler gemacht und sich schlecht behandelt. Aber es könnte auch vielleicht sein, weil ich versuche, die Sache neutral anzugehen und versuche ihm eine Chance zu geben, sodass wir sagen, okay, guck mal, genau wie wir Anis alles glauben, lass uns nicht sofort hier vorurteilig sein. Was ist, wenn Anis wirklich so geantwortet hat? Aber klar, könnte auch fake sein. Oder kurz in Wien, weil ihr Bruder heiratet. Also sie hat in letzter Zeit so ein Fetisch entwickelt. Nein, das ist kein Fake. Anis hat doch im Nachhinein eine Insta-Story gemacht und hat nicht widersprochen. Okay. Nee, nach diesem Video kam gar keine Insta-Story mehr, oder? Mal für 1-2 Wochen wegzugehen jeden Monat. Die letzten 12. Ist kein Fake. Anis könnt ihr ja dann die richtigen posten. Stimmt, Digga. Monate. Deswegen musste ich hier um diese Uhrzeit schreiben. Ja. Das ist das erste Mal, wo sie mir, bevor ich wieder Sani kontaktiert habe, gesagt habe, jetzt wird mir schlecht. Der Bruder sagt doch, die sind beide Lügner und passen deshalb so gut zusammen. Ich sag dir ehrlich, mittlerweile glaube ich das auch, Digga. Dass beide schon etwas lügen, der eine mehr als die andere, das auf jeden Fall. Und dass beide einen Knacks haben, beide Psychosen haben, Digga. Es aber auch sein kann, dass sie sich über die Jahre so kaputt gemacht haben. Vor allem, dass Mais sie über die Jahre kaputt gemacht hat und so zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Aber ich sag dir ehrlich, ich glaube schon, dass die Brüder beide recht haben, dass sie am meisten recht haben. Die sind in der Sache am neutralsten, glaube ich. Und dass einfach Mais und Anis beide einen Knacks haben und deswegen auch zueinander gefunden haben. Wir wissen letzten Endes nur nicht, wer hat wie viel Recht und wer lügt mehr. Aber weil anhand jeder Chats haben wir auch gesehen, der Typ hat sich bemüht, zahlt 50, 60 Mille für die Hochzeit von ihrem Bruder, Digga, das muss er absolut nicht, Digga. Das ist gar nicht seine Aufgabe. Und dann wird ihm geschrieben, die gehört ins Gesicht gespuckt. Wir wissen natürlich nicht, was davor und danach war, aber solche Nachrichten würden schon einen verletzen, Digga. Wie gesagt, wir müssen ihm auch dennoch eine Chance geben und das ganz neutral betrachten. Da fand ich es jetzt raus, was sie mit mir versucht haben zu machen. Das tut übertrieben weh, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Nicht ohne Grund wird gesagt, als unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er hat ins Höllenfeuer reingeschaut und er hat gesagt, mir ist aufgefallen, es sind mehr Frauen als Männer im Höllenfeuer. Und woran liegt das? Der größte Grund deswegen war, weil Ehefrauen undankbar gegenüber ihren Männern sind. Das heißt, wenn zum Beispiel der Mann 100 Sachen richtig macht, beziehungsweise gut macht, und dann eine Sache falsch macht, dass die Frau sofort
rumnörgelt, meckert, aber nein dies, aber nein das und blimmemne. Und genau hier haben wir ein Paradebeispiel, diese Undankbarkeit von einer Frau, die sehr häufig ist. Und deswegen sind auch mehr Frauen im Höllenfeuer wie Männer. Versteht ihr? Und es kann sein, dass sie hier einfach absolut undankbar war und das Ganze nicht geschätzt hat. Der Mann ackert sich seinen Arsch ab, zahlt 50, 60 Mille für die Hochzeit. Klar, am Ende des Tages vergessen wir nicht, wie viel Leid er ihr angetan hat. Und wir kennen auch nicht im Großen und Ganzen den ganzen Kontext, was alles vorgefallen ist. Ob es... Ja. Nächste. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, Digga. Ganz einfach. Sie sagt, Sunny hat gerade denselben Style wie du. Auf Bilder, aus dem Nichts. Merkt man, dass er sich aneignet. Das war die Zeit, wo es bei mir lief. Sie meinte, hey, Sunny kopiert dich gerade auf den. Und weil ich das weird fand, schreibe ich, haha, der Arme, ich setze jedes Mal neue Trends an meiner Hol. Ich frage mich eigentlich, wieso schickt sie mir San Diego und sagt, er sieht aus wie ich, du Nutte. Und jetzt, heute weiß ich, die kannten sich schon früher. Und haben schon früher miteinander. Dann schreibt sie mir, die war. Er ist auch ein guter Freund. Er und Sunny, pflege deine Freundschaften. Vergiss die nicht, wenn es wieder anfängt, für dich gut zu laufen. In dieser ekelhaften Zeit haben die zu dir gestanden und dich verteidigt. Also, die ekelhafte Zeit, die kam wegen Maestro, der kam wegen San Diego, der gesagt hat, lass uns das machen, weil er gesagt hat, lass uns BBM zusammen machen. Auch schwierig. Hat Anis das jetzt alles so geschrieben, weil sie für San Diego sehr viel empfunden hat? Oder einfach nur, weil sie so ein Mensch ist, wo sie sagt, ey, hack dem hack gebührt und er stand hinter dir, vergiss einfach deine Freunde nicht. Ne? Kann man jetzt so oder so sehen. Und jetzt sagt mir diese Frau, die auch mit Maestro und San Diego zusammen ist, so auf den in dieser Plänerei, vergiss nicht, wenn es wieder anfängt für dich gut zu laufen. In dieser ekelhaften Zeit haben die zu dir gestanden und dich verteidigt. Also weil in Maestro Beef San Diego mir geholfen hat, das aufzunehmen in sein Studio. Das meint sie. Und jetzt meint meine eigene Frau, rutscht seinen Sack. Bruder, am Ende des Tages, was lehrt uns diese Sache? Was lehrt uns diese Sache? Bitte schreib rein, bevor ich ausraste. Am Ende des Tages, ihr seht die ganze Zeit, Mais, Sunny, Anis, damit ich das ein bisschen einfacher mache. Die drei. Was lehrt euch diese Sache? Wallah, ganz einfach. Wallah, kurz gefasst kann man auch sagen, kein Dayuf sein. Kurz gefasst, Dankeschön, Bruder. Lass deine Frauen nicht mit anderen Männern in einem Raum sein. Lass deine Frauen nicht mit anderen Männern chatten. Lass deine Frauen nicht mit anderen Männern befreundet sein. Sei kurz gefasst kein verdammt nochmal Dayufi, Bruder. Fertig. Also Dayuf. Ich sag Dayufi als... Ne? So. Bruder, ganz einfach, was zum Fick, ey, wer hat euch verarscht, dass ihr eure Frauen mit anderen Männern rausgehen lässt, befreunden lässt, sprechen lässt, unterhalten lässt? Alter, da wird geschrieben, grüß deine Anis von mir, ich küsse ihr Herz, bla bla, Bro. Wallah billah, ich würde durchdrehen, wenn mein Freund schreiben würde, ich küsse, wallah billah, ich würde ihn umbringen, du sagst, ich küsse das Herz deiner Frau, willst du mich verarschen? Er darf gar nicht zu ihr reden, er darf gar nicht zu ihr, Bruder, wenn ich dich zum Essen einlade mit deiner Frau und ihr bei uns, ist was anderes, klar, so und so, man muss ja nicht übertreiben, wir sind ja keine Höhlenmenschen. Aber es geht darum, dass hier offensichtlich dieser Anis mit den Leuten befreundet war, geschrieben hat, das auch mit den Brüdern, wo diese ganzen Chats waren, ich habe euch ja gesagt, man kann das so sehen, wie man möchte. Die Brüder von Mais haben mit Anis auch schon so intensiv geschrieben, sich um die gekümmert. Vielleicht hat sie Hilfe gebraucht. Ich bin eher der Typ davon, so dass niemand mit dir schreiben darf. Auch nicht meine Brüder, nur wenn es Notfälle sind. Die können ihre Nummern austauschen. Aber Bruder, niemand hat meine Frau zu schreiben, es sei denn, es ist eine weibliche Person. Aber kein Mann hat meine Frau zu schreiben, Digga. So, und das lehrt uns, Digga, ganz einfach. Haltet eure Frauen fern von anderen Männern. Der Teufel ist groß. Klar, es ist am Ende des Tages auch immer noch, sage ich mal, so die Verantwortung der Frau. Wenn deine Frau nicht weiß, wie sie sich so verhalten hat, dann ist es schade, Digga. Weil wenn am Ende des Tages deine Frau mit anderen Männern spricht und dies und das, dann ist es auch, sage ich mal, so, liegt die Schuld nicht nur bei ihr, sondern auch bei ihr. Weil am Ende des Tages weiß eine Frau, wie sie sich zu verhalten hat, dass der Kontakt zu anderen Männern eigentlich nicht geschattet ist. Genauso wie aber auch der Mann weiß, ne? Was seine Aufgaben sind. So, es ist nicht nur immer so, dass die Frau nichts darf. Genauso sollte auch der Mann nicht mit anderen Frauen sein. Punkt, fertig. Bevor jetzt wieder irgendwelche Frauen kommen und sagen, so, ne? Und wenn, und gehen wir davon aus,
Ich sage nicht, dass ich meist glaube und dass Anis fremdgegangen ist. Aber gehen wir kurz davon aus, dass das stimmt. Wenn irgendwann Beweise kommen, dann will ich eine Sache gesagt haben. Dann sei du froh, Mais, dass du diese Frau verloren hast. Weil am Ende des Tages hat Sunny dir nicht deine Frau gestohlen, sondern höchstens nur dein Problem. Weil eine loyale Frau lässt sich niemals stehlen und verlässt nicht den Mann. Wenn diese Frau aber dich verlassen hat, aufgrund, sie hat eine größere Bindung zu ihm gehabt, hat angefangen, ihn zu lieben, und ich rede davon, dass über die Jahre sie fremdgegangen ist und über die Jahre mit ihm was aufgebaut hat. Ich rede darüber. Nicht, dass sie nach 7 Jahren, 2023, wo alles sowieso down war, dass sie dann mit San Diego was angefangen hat. Ich rede, dass sie über die Jahre was mit ihm hatte und dann dieser ganze Beef anfing, zwischen den beiden, die Schläge, dies und das, weil das alles herausgekommen ist. Ich rede so. Dann sei froh, dass du ein Problem losgeworden bist, weil dann war es einfach nicht die richtige Frau für dich. Aber am Ende des Tages gehen wir davon nicht aus, dass sie fremdgegangen ist und so, ne? Weil wir wissen nicht, was die Wahrheit ist, und wir wollen von einer Frau nicht ihr Hack nehmen, Digga. Weil wir haben keine Beweise dazu. Und ich denke, wieso schreibst du mir das, eine kleine Note? Ich will dich eigentlich töten, aber ich werde es nicht tun. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Du nur... Hä? Weil Bruder so wieder redet, ne? Klar kann ich verstehen, wenn eine Frau dich verlässt und du dann so durchstehst, aber Bruder, der ist halt so am Arsch. Ich kann dir das alles nicht glauben. Sind wir... Deswegen hab ich geschrieben, dass du der. Der spielt hier irgendein Spiel, Digga. Der hat mich hier so viel reden lassen. Ich war fast auf seiner Seite. Und dann direkt der nächste Satz, du Nutten. Junge, Alter. Weil es mir cringe war, schreibe ich, weiß ich, wie du bist. Aber da war mir sehr... Wie würdest du dich als Mann fühlen, Bro? Hast du gesehen, ich wollte gerade diese Hotelleute verhaften, nur weil ich einfach von dieser Nutte weggekommen bin? Ja, 7 Jahre anzuhören, jeder würde doch gehen. Ich sag ja, es geht darum, wenn am Anfang alles okay war und sie dann über die Jahre schon fremdgegangen ist, das ist was anderes. Aber wenn sie ab 2023, wo schon alles zu Bruch ging, wenn sie da sich von ihm getrennt hat oder vielleicht kurz vor der Trennung einen anderen Mann gesucht hat, das sind immer noch so Sachen, die ich sage, die akzeptabel sind, dass man ihr das nicht übel nehmen kann. So. Auch wenn es verwerflich ist, aber dennoch, es geht darum, dass es dann über die Jahre war, wo alles vielleicht doch davor in Ordnung war. Und nicht ihr Jude, der sie knallt, wo sie gesagt hat, ist das, der töten will, mit 12.000 Arabern und Polizisten. Weil am Ende des Tages, guck mal, wir können uns nicht in die Ehe von jemand anderem einmischen. Weil wenn du jetzt groß redest, Gott bewahre, wird das alles auf dich zurücktreffen. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, ah, meine Frau, ich würde so und so machen. Am Ende des Tages, wir wissen nicht genau, wer lügt, wer sagt die Wahrheit und wie waren deren Probleme. Weil es kommt bei jedem vor, genau wie bei unseren Eltern, bei ihren Eltern, bei ihnen, bei euch, wird es bei jedem so vorkommen, der Teufel ist immer im Spiel, dass du dich mit deiner Ehefrau streiten wirst. Ihr werdet euch streiten, ihr werdet euch anschreien, ihr werdet euch beleidigen und vielleicht wirst du sie auch mal vielleicht leider schlagen. Sei es eine Klatsche, sei es ein Schubser, was auch immer. Aber dennoch wird und kann die Frau dir verzeihen. Ihr könnt euch gegenseitig verzeihen und ihr könnt euch wieder versöhnen. Und das gehört am Ende des Tages dazu, dass ihr euch gegenseitig verzeiht und euch versöhnt. Dass ihr diesen ganzen Stress und diese ganzen Probleme zusammen beseitigt, dass ihr das Ganze übersteht, weißt du? Deswegen, es kann ja sein, dass sie in den ersten 3, 4 Jahren Probleme hatten, die vielleicht nicht so krass waren und es überstehen könnten. Und wenn sie dann angefangen hat, irgendwann fremd zu gehen und dass der Typ deswegen diese Psychosen bekommen hat, dann ist es die Schuld von ihr. Weil dann könnt ihr nicht sagen, wir nehmen es ihr nicht übel, dass sie fremdgegangen ist. Weil Stress hat jeder, Probleme hat jeder. Und wenn sie da schon fremdgegangen ist, dann ist es absolut ihre Schuld. Zu 100 Milliarden %. Niemand gibt dir das Recht, dass du in einer islamischen Ehe fremdgehst. Du hast Kinder mit diesem Mann, du hast eine Ehe und du hast ihm dein Ja-Wort gegeben bis zum Tode. Du hast ihm das versprochen. Und wenn du dann fremdgehst und dich vorher nicht scheiden lässt, dann ist es auf jeden Fall ihre Schuld. Und ich sage, wie gesagt, über die Jahre. Aber wenn es 2023 war, wo sie vielleicht getrennt waren oder kurz davor und sie einen anderen Mann gesucht hat, Angst hatte, sich zu trennen von ihnen wegen den ganzen Problemen, dies und das, das ist dann wiederum eine andere Sache, wo ich sage, weißt du, wo man noch ein bisschen Verständnis für hat. Weil niemand gibt dir das Recht, deinem Mann, deinem Partner fremd zu gehen. Weil es kann wirklich sein, dass wenn du ihn fremd gehst und ihn verlässt, dass dieser Mann durchdreht. Weil für einen Mann kann die Frau alles sein. Wenn einmal ein Mann liebt, dann liebt er wirklich und mit allem, was er hat. Und ein Mann opfert wirklich alles für die Frau und für die Familie. Er ist das Alpha. Er hat einfach seine Instinkte. Er denkt anders. Das, was er tut, was er macht, ist eigentlich mal für die Familie. Es kann sein, dass er vielleicht anders gedenkt hat. Und dass er, ne,
Weil so wie sie erzählt hat, hat er nie Geld beigesteuert, ihr nichts gegeben, dies und das. Kann sein, dass er vielleicht anders gedacht hat. Anders gedenkt hat? Habe ich gerade den richtigen Fehler gehabt? Alter, ich kann kein Deutsch mehr. Anders gedenkt, ach, keine Ahnung, Alter. Wallah, Billa, Riesenfehler, ach, egal. Die ganzen Tschetschener, die sagen, Olum, wie heißt das, gedacht hat? Tschetschener, fickt euch auch. Ihr beschützt genau solche Hundesöhne. Und das war am Freitag, 16. Juni 2023, als sie mir das geschrieben hat. Olum, ich bin bei Patrick Star in SpongeBob gewesen. Unsere Gedanken, gedenkt und denkst du, sie haben unsere Gedanken? 2 Wochen nach meinem Geburtstag. Und zu dieser Zeit hat er gesagt, er hätte sie gefickt. Das sind wie viel? 1 Jahr. Da hat sie mir gesagt, pfleg deine Freundschaft mit San Diego. Und egal, was sie getan hat oder nicht, sitzt sie mit ihm im Auto. Bruder, ich werde nach diesem Stream nie wieder auf die reagieren. Das reicht für mich, Bruder. Ich kann nicht mehr am Anakäumen. Ich kann nicht mehr, Alter. Du erzählst jetzt irgendeine Scheiße über meine Mutter und mein Kind, was ich vor Pädophilen bis in Algier retten wollte. Hadet Ern von euch allen. Hadet Ern. Und jetzt wollt ihr mich deswegen töten. Hadet Ern, da wo Schnurz bei mir läuft. Hadet Ern. Nehmt jeden Cent, mein Passwort, meine Karten, meine Kreditkarten, jeden meiner Accounts. Ich habe nichts wegen euch Nutten, weil ihr mich manipuliert die ganze Zeit und ihr so darstellen wollt, wie ein Nuttensohn, obwohl ihr Nutten seid. Hadet Ern. Ich war in einem Livestream mit dieser einen Streamerin, die immer mit Masked ist. 3 Minuten lang. Ich habe nichts gesagt, ich habe nur unsere Wohnung gezeigt. Unsere drittige. Ich habe nichts getan, außer unsere drippige Wohnung zu zeigen. Versteht ihr? Und vielleicht gibt es diesen Stream sogar irgendwo, wenn ich mit ihr streame. Vanille, irgendwas oder so. Sie schickt mir das, während ich streame und wir im selben Haus sind und sagt, Wallah, damit hast du komplett reingeschissen, dass du mit dieser Hure live gegangen bist. Also, ich finde nicht, dass sie eine Hure ist, nur weil sie ihren Stream macht, wie sie macht, auf Kawaii, auf so Anime-Style. Ich finde nicht, dass sie jetzt deswegen so... Oh, warte mal, das ist jetzt sehr wichtig, was wir hier mitbekommen gerade. Das ist jetzt sehr wichtig. Also, du versuchst doch politisch korrekt darzustellen und mit Shirin David auf der Bühne zu sagen, dass du so voll eine mutige Frau bist, die anderen Frauen gönnt. Aber so schreibt eure liebe Anis über diese Vanille irgendwas, die mit Maskil immer streamt. Bruder, zu 100% richtig. Wenn du mit anderen Frauen live gehst und die vor allem nach außen etwas präsentieren, ne, so als Frau, als HOE, da hat sie zu 100% recht. Genau wie du nicht willst, dass sie mit anderen Männern Kontakt hat, Bruder. Da sollst du auch nicht mit anderen Frauen live gehen und auch wenn sie, weißt du, also da hat sie zu 100% recht. Aber noch krasser wäre es, absolut paradox und doppelmoralisch und heuchlerisch, wenn sie wirklich was mit Sunny gehabt haben soll und sie ihm vorwirft, dass er mit anderen Frauen live geht, aber sie da mit anderen Männern was hat. Boah, das wäre absolut eine crazy Scheiße, Digga. Kommentare werden es wahrscheinlich liegen. Hast du komplett reingeschissen? Steht dir das vor? Lies einfach durch. Wallah, Billa, ich werde nach diesem Stream, ich werde duschen gehen. Ich muss duschen, ich bin voll geschützt. Ich kann mir das alles nicht vergeben, Digga. Hast du komplett reingeschissen, dass du mit dieser Hure lag gegangen bist? Wallah, alleine, wie du über sie redest. Und sagst, ihr würdest du spenden. Wallah, bist du ein Bastard. Weil ich gesagt habe, ich werde dir Geld spenden, weil sie nett war. Ich komme nirgendwo hin, morgen war zur Hölle gehund. Und wisst ihr, jetzt wird's lustig. Das war das Treffen, wo San Diego mich eingeladen hat mit Anis. Und ich meinte, ich will mit Kindern auch kommen. Aber die meinten, bring Kinder weg und komm nur mit Anis. Also das meinten nicht die. Die Frau neben ihm hilft dir, holt sie da mal raus, ich schwöre. Sondern Anis meinte das. Dima meinte angeblich nur, komm du zu mir. Anis meinte, dürfte ich wohl auch mitkommen. Ich gehe dann zu meiner Cousine. Und ich meinte, okay, kann ich Kinder mitnehmen, weil ich will nicht nur wegen einer Nutzer irgendwo wegschicken für 2 Tage. Aber sie meinte, lass es uns unbedingt tun. Und kurz bevor hat sie geschrieben, ich soll mich ins Knie ficken. Okay. Und mit mir schreibt sie, dass ich... Leute, hat jemand meinen Zahnstocher gesehen? ...ein Bastard bin, nur weil ich mit ihr in einem Livestream war. So eine Person war sie halt. Sie will mir jetzt erzählen, dass ich ein Neandertaler bin und so, weil ich mit Mädchen gestreamt habe. Aber so eine Neandertaler... Neandertaler, weil du mit Mädchen gestreamt hast? Bruder, das hat nichts mit Neandertaler sein zu tun, Digga. Das gehört sich nicht als Mann, Bruder. Vor allem bei uns in der Religion. Gehört sich das nicht, mit anderen Frauen zu streamen, während du eine Frau und Kinder zu Hause hast, Bruder? Vor allem eine Frau, die so aussieht, wie sie aussieht. Ach, da. Der psychisch krank ist eigentlich eure liebe Pidaraska. Ja. Weil ich halt so, boah, ich bin ein Macher. Wenn ich irgendwo mit einem Mädchen rede, ich bin trotzdem der krasseste Mann, den sie je... ich bin ein Macher, sagt er. Oh, du meinst den Schnauze. ...ihrem Leben hatte. Nicht, weil ich sie jetzt ficke, Bruder. Wieso bist du eifersüchtig, du kleine... Keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie so, schwarz auf weiß. Und ich bin ein Bastard deswegen. Okay. Sie kommt nirgendwo hin morgen, ich soll zur Hölle fahren, ich bin ein Hund. Obwohl ich mache, was ich mache, Bruder, warum schreibst du mit mir so? Okay. Und das war am 16. Juni noch immer. Alles diese Chats noch immer 16. Juni. Ich muss zu Hause bleiben, sage ich Ihnen, weil meine Frau, dies, das, ist das.
Währenddem, das ist die Rechnung, für die sie meinen Kopf gefickt hat, okay? 45.000 Euro habe ich für ihren Bruder gezahlt. Das kommt noch im Laufe des Videos. Die Halle hat mein scheiß Leben genommen, sagt sie. Die haben nie, also wir schneiden jetzt einfach da, das hat ein bisschen ihren Charakter gezeigt, wir schneiden ab jetzt weiter, okay? So, das ist jetzt so ein paar Tage später, ihr erfahrt jetzt wann. Da steht, die Halle hat ihr scheiß Leben, also ich habe die Halle schon gezahlt, Bro, die Hochzeitshalle für ihren Bruder, wir reden noch immer darüber, weil sie wollte, dass ich das 6 Wochen früher abzahle und nicht 2 Wochen davor. Bruder, ich habe nicht so viel Geld gehabt, es tut mir leid, das hat 60.000 Euro gekostet, Bro. Und sie regt sich jetzt gerade auf wie so eine Tusse. Die haben nicht mal ein beschissenes Waschbecken, die werden aus Essen, das Essen fürs Kochen aus Toiletten holen müssen. Jetzt heißt es, sie haben keine Soundanlage, keine Musik abspielen, nichts möglich. Diese beschissene Halle, fucking Geld aus kein Fenster geschmissen, für fucking was, die töten mich. Hm. Sie tut so, als ob sie das Geld verdient hätte und will noch meine Karriere gerade beenden. Sehr stark. Das sind Frauen 2024. Schreibt sie nochmal, obwohl sie eine Frau ist und Tschetschenerin und eine Muslima und sich jetzt wie ein Gänseblümchen darstellt. Dieser Hurensohnsaal sagt, wir haben kein Besteck und Teller. Die Tische sind fucking leer. Ich schwöre bei Allah, ich spuck denen dort allen ins Gesicht. Nicht mal beschissene Teller. Ich sag dir ehrlich, jede Frau würde sich klar so aufregen und ihren Ehemann diese Probleme mitschildern. Das ist verständlich. Du zahlst 50, 60 Mille für einen Saal. Wie, du hast kein Besteck, kein dies, kein das. Was ist das für ein... Also ich sag euch ehrlich, das zeigt nicht irgendwie das wahre Gesicht von Anis. Das zeigt einfach nur eine aufgewühlte Frau, die zu Recht so ausrasten kann, weil, Alter, wollt ihr mir sagen, wenn dein Mann 50, 60 Mille von Saal zahlt und ihr Bruder heiratet und sie will sich um alles kümmern, dass alles tippitoppi läuft, am Ende ist da kein Besteck, da ist kein das, kein Tisch, keine Musik läuft, kein das. Alter, die Leute zahlen schon 20 Mille, da läuft alles tippitoppi, Bruder, von oben bis unten, links, rechts, Kellner, bringt die alles an den Tisch und bei 50, 60 Mille, da muss DJ Khaled vorne irgendwie einen Song abspielen, Bruder. Oder ein Tupac-Hologramm muss erscheinen, da muss ein Song. Also, ich bitte dich. Bro, ich habe 60.000 Euro für diese Halle gezahlt, fast. Was willst du von mir? Ich weiß es nicht. Du willst aber jetzt, dass man mich tötet. Mit einer Hackerin, mit Interpol, mit KGB, mit, Bruder, Hotelrezeptionisten, die Bescheid wissen, dass ich eingecheckt bin, in Utrecht. Was geht hier ab, Bro? Die warten, bis ich da wieder reinkomme. Es kommt mir so vor, als ob die lachen, weil ich das sage. Bruder, ich schreibe ihr dann, nachdem sie mich anschreit, statt zu sagen, du Hurentochter, hol schnell Plastikbesteck oder nimm von zu Hause. Was soll ich dir auch sagen, Bruder, Alter? Ich habe dir gerade 60.000 Euro gezahlt. Es wäre interessant, diese Memo abzuspielen, Digga. Dass man zu 100% dann weiß, dass das Anis ist. Und erwartet, dass du wenigstens dankbar bist und nur... 60.000 Euro. Ich glaube eher weniger, dass Anis sich bei Mois beschwert hat, sondern eher einfach nur, dass sie bei ihm ausrasten wollte. Dass sie einfach jemanden gesucht hat, wo sie platzen konnte, und das war dann der Ehemann, dass sie sagen konnte, Alter, so viel Geld wurde bezahlt und wir haben da so eine Scheiße bekommen. Schreib mir da drauf, Wallahi, du bist krank, Wallah, du hast meine Mutter tot, blamiert tot. Also ich habe deine Mutter in eine 60.000 Euro Halle. Da muss alles das Gold sein. Ach, warte mal, sie hat die Schulter nach ihm gegeben. Tot, blamiert. Da stand, du hast meine Mutter tot, blamiert. Wie viel hast du bezahlt? Zeig deine Rechnung, sagt sie. Einer auf die Halle ist nicht krass. Jeder in Wien kennt die Eventpyramide. Und ihr wisst, wie der Halle ist. Und so schreibt dieser... Oder der Mais hat wirklich nur 5 Mille für diese Halle bezahlt, ohne Besteck, ohne gar nichts, und hat die alle rasiert. Boah, das kann ich... Ey, das würde ich sowas von glauben, ne? Das heißt, selbst wenn ihr der sowas gekauft hättet, sie wäre so. Ich sag, ich fahre seit 12 Stunden wie ein Hund zu dir für deinen Respekt dahin. Obwohl du nicht mehr bei mir bist und seit 3 Monaten in Wien bist wieder. Sie war zwischendurch immer wieder weg. Und jetzt war... Du kannst mir doch nicht sagen, dass wenn er hier gerade irgendwie über eine heftige Halle redet, die wohl jeder in Wien kennt, du 50, 60 Mille zahlst, dass die Leute irgendwie es nicht schaffen, Musik abzuspielen, irgendwie Besteck haben oder was auch immer. Also, Bruder, ich glaube, da wurde irgendwie viel weniger bezahlt. Weiß ich beim Fremdwunsch. Ich blockiere dich gleich, verschwinde sofort, du Hund. Schreib. Das ist alles sehr komisch. Also bei 15.000 Euro Hochzeiten schon läuft alles so krass gut. Du hast wirklich Gängemenü, Essvorspeise, Brot mit Messe, dann hast du lecker Hähnchen mit Reis und das, Getränke auf jedem Tisch, Besteck, du willst noch etwas, die Leute bringen dir danach Kuchen, Torte anschneiden, das und Musik läuft, dann wird das gemacht, das, Halay, das, du kommst rein, Feuerwerk, Bruder, da läuft alles so viel, in diesen 15 bis 20 Mille hast du schon so viel, das hast du bei jeder Hochzeit gesehen, und wenn wir hier von 50, 60 Mille reden, Bro, du kannst mir nicht sagen, dass da irgendwie Musik nicht funktioniert, kein Besteck und kein das auf dem Tisch, ne. Sie mir, ich habe ihr gerade die Halle für ihren Bruder bezahlt, das schreibt sie mir. Du sagst, tauch da nicht auf, bist du dumm, rede nicht so mit mir, es reicht, ich muss in Ruhe ankommen, bitte. Ich war schon auf dem Weg in die Hochzeit.
nachdem ich sie bezahlt habe. Sie schreibt, ich warne dich ein letztes Mal, verschwinde, ich drehe gleich durch. Ich bin der Psychopath. Also, excuse me? Deswegen wollte er mich töten, weil meine Musik krass ist. Weil ich dich nur genommen habe, um anscheinend zu promoten, den ich krass finde. Weil ich dich damit verarbeite. Deswegen wollte er mich töten, weil euer Plan nicht aufgeht und weil ihr meine Kinder irgendwie opfern wollt mit 10 G's. Was ist mit euch los? Was ist los? Warte, was ist los? Müsst du schnell machen. Du sagst auch nicht auf, das war 24. Juni. Das alles war schnell, nachdem sie bei Sunny gewutscht hat. Versteht ihr das? Ich war hier so auf dem Weg zu ihr. Meinte, lass uns bitte in Ruhe, du Pederast. Dann hat sie irgendwann geschrieben, sie vermisst so ein gemeinsames Zuhause nach der Hochzeit, weil ich ein absoluter Baller war und wieder Geld hatte. Ich hatte wieder Geld, sie hat gesehen, ah okay, der konnte das doch noch zahlen. Ich komme jetzt nach 3 Monaten Fremdficken aus Wien zurück, weil er 60.000 Euro gezahlt hat und ich ihn trotzdem so behandelt habe, weil andere Tschetschenen in der Hochzeit gesagt haben, was ein Scheißmacher und der aussah wie ein Super Saiyajin. Das heißt, sie ist mir da schon fremd gegangen, 12.000 Mal und dachte, egal, ich saug den nochmal mehr aus. Dann schreibt sie mir, obwohl sie so geschrieben hat, sie vermisst so ein gemeinsames Zuhause mit mir. Dieses heimische mit uns vier, will wirklich zurück. Um 22.54 Uhr. Ich denke mir, okay. Am 27. Juni. Also sie beleidigt mich als einen Nuttensohn am 26. Und das ist halt ihr Charakter. Danach sagt sie, weil ich jedem da auch Geld gegeben habe auf Hochzeit. Danke, dass du uns so süß empfangen hast. Alle, what the fuck, wieso ist... Und also danach sagt sie, also so ein Psychopath ist sie. 20 Minuten später sagt sie, weil sie gesehen hat, ich war eingeloggt in meinem Fernseher mit Abos Netflix. Das war's. Mehr nicht. Ich hatte keinen Kontakt zu denen, weil sie den nicht mag. Und gesagt hat, sie verlässt mich, wenn ich mit denen nie wieder irgendwas... Aber ich habe nicht wegen denen, sondern weil Abo mich verkauft hat für Klicks. Das erkläre ich euch später im morgigen Video. Abo war doch wohl gut mit Anis, hä? Wie, sie mag den nicht? Und ich habe halt ein paar Minuten nicht geantwortet. Wirklich 24 oder so. Wieso ist Netflix von deinen Bildern angemeldet? Hallo? Ich so, weil ich kein anderes hatte. Und auf mein Handy nur dieses. Ich habe es halt selber eingegeben. Sie so, in diesen Passwörtern und so. Sie schreibt Bullshit alle, what the fuck? Das ist nicht von meinen Brüdern. What the fuck? Ich habe halt für meine Brüder auch in meinem Profil stehen, aber ich habe für die auch korrekt auch aufgemacht. Hier, ich habe ihnen dann gezeigt. So, das habe ich ihr gezeigt. Und sie schreibt über meine Brüder, obwohl sie angeblich korrekt zueinander waren zu der Zeit, die haben damals wie nichts Nutzerpassworte geändert, um mich rauszuschmeißen, diese Bastarde. Wallahi, und du kommst damit jetzt her. Die hat das immer erzählt, aber ich weiß von nichts. Und Abo hat auch vieles erzählt, aber es sind alles eigentlich beides Nutten. Auch. Ich will euch jetzt zwei Sachen sagen und die kommen aus meinem Herzen. Zu 100%. Die erste Sache ist, ich frage mich, ob Anis wirklich des Geldes wegen geblieben ist, auch wenn sie schlecht behandelt worden ist, jedes Mal zurückgekommen ist, weil sie gesehen hat, der Mann macht viel Geld und ich sauge wenigstens noch sein Geld aus. Ich lasse mich zwar schlecht behandeln, ich weiß, dass er schlecht für mich ist, aber bleibe dennoch wegen dem Geld, weil dann ist auch die Frau mit dran schuldig, weißt du? Ich habe auch das Gefühl, dass sie vielleicht, weil wenn du aus armen Verhältnissen bist und dann auf einmal viel Geld siehst, dann kannst du als Frau auch durchdrehen. Du kannst das nicht nur wertschätzen, du kannst auch sehr durchdrehen. Und ich habe auch langsam vielleicht das Gefühl, dass sie des Geldes wegen geblieben ist. Wir hatten vor kurzem noch das perfekte Beispiel, dieses eine Mädchen aus Thailand, die Ex-Freundin von Unge, wo sie gesagt hat, er hat mich schlecht behandelt, meine Katze schlecht behandelt, sie getreten, das. Wo wir uns alle gedacht haben, what the fuck, warum bist du nicht früh genug abgehauen und bist geblieben, nur weil er Geld hatte, Immobilien gekauft hat, dies und das. Und du dachtest, komm, ich bleib jetzt. Weißt du, das erinnert mich so ein bisschen daran, dass Frauen leider... auch wenn sie die Möglichkeit haben zu fliehen, auch leider gerne bleiben, des Geldes wegen, weil sie Geld über alles andere stellen. Ich sage nicht, dass es so ist, aber wenn es so ist, dann... Ich versuche den Jungen eine Chance zu geben, weil ich versuche neutral zu bleiben. Und was ich danach, was wirklich danach als, aus meinem Herzen kommt, als zweites, was mir einfach nur leid tut, ist, wenn ich ihn so reden höre, denke ich mir einfach nur, Bro, Alter, wie konnte es so weit kommen? Wisst ihr, welcher Satz mich berührt hat? Ich habe Netflix gemacht und habe noch für die noch ein Profilbild gemacht und wollte, dass sie mitschauen. Ich höre gerne zwischen den Zeilen zu und das hat mir einfach nur wehgetan, Digga. Bitte hört euch das doch mal an. What the fuck? Ich habe halt für meine Brüder auch in meinem Profil stehen, aber ich habe für die auch korrekt auch aufgemacht. Hier. Ich habe meine Brüder, mein Profilchen und habe für die auch korrekt aufgemacht. Ihr müsst einfach zwischen den Zeilen hören. Weil manchmal hört ihr auch etwas Wahres aus ihm raus. Ihr müsst einfach nur auf die Gestik achten und wenn er es versucht, so nebenbei zu droppen. Weißt du, er hat so nebenbei einfach nur erzählt, meine Brüder, ich habe auf korrekt für die auch ein Profil aufgemacht. Und das zeigt mir einfach nur, dass der Junge eigentlich schon für die Familie was tun wollte, was zurückgeben wollte und für die Familie da sein wollte, weil er weiß, er macht das meiste Geld. Und umso trauriger finde ich es, dass der
so zerstört worden ist. Er hätte seine Familie ernähren können, hatte Frau, Kinder, er hätte ein schönes Leben führen können, er hätte weitermachen können, so wie er ist. Und im Internet hat er an sich ein gutes Bild präsentiert. Und einfach dieses Gesamtbild zu betrachten, tut es mir einfach nur leid, dass dieser Mensch sein Leben verschwendet hat. Das hat mir jetzt einfach nur ein bisschen leid getan. Wo ich diesen Satz gehört habe mit meinen Brüdern, es geht hier vielleicht nur um 10 Euro monatlich für meine Brüder. Ich teile mit dem Netflix-Account. Aber es geht einfach um viel mehr, was in diesem Satz drin steckt. Dass er an seine Familie denkt und auch immer gedacht hat. Und sie ernähren wollte. Und das tut mir einfach im Herzen weh, dass ich einen Menschen sehe, der ein guter Mann sein könnte, der seine Familie ernähren könnte. Und ich mag das, wenn ein Mann seiner Familie was zurückgibt, wenn er seine Brüder mitessen lässt. Weil ihr müsst bedenken, wenn du etwas erreichst, etwas geschafft hast, deine kleineren Brüder, älteren Brüder, Geschwister, wie auch immer, die sehen immer auf dich zu und sagen, Mashallah, boah, ich wäre auch gerne so. Du musst die immer mitessen lassen. Die würden auch gerne an deiner Stelle sein. Das ist sehr wichtig, an erster Stelle die Familie mitessen zu lassen. Weißt du? Und das hat mir gerade so ein bisschen wehgetan. Ich habe ihm dann gezeigt, so, das habe ich ihr gezeigt. Und sie schreibt über meine Brüder, obwohl sie angeblich korrekt zueinander waren zu der Zeit, die haben damals wie nichts Nutzerpassworte geändert, um mich rauszuschmeißen, diese Bastarde. Wallahi, und du kommst damit jetzt her. Die hat das immer erzählt, aber ich weiß von nichts. Und Abu hat auch vieles erzählt, aber sind alles eigentlich beides Nutten. Auch Malik schmeißen wir dazu auch eine Nutte. Hey, am Ende das siehst du. Am Ende des Tages, das soll eine große Lehre für jeden sein. Was alles passieren kann und das Familie A und O ist. Ja. Wir haben doch. Ich rede so gut über den und der beleidigt seine Brüder im nächsten Atemzug, Digga. Ey, Bro, Alter, ich kann das nicht mehr. Selber einen verdammten Account, sagt sie da drauf. Wieso fragst du mich nicht? What the fuck? Das hat meine Laune scheiß zerstört. Wie ein beschissener Fluch. Also, ich habe ihr 50.000 Euro Hochzeit bezahlt. Auf der Hochzeit noch 10.000 Euro verteilt und war 20 Stunden am Fahren und habe jeden gut behandelt und sogar... Wenigstens kann Malik jetzt sagen, er wurde erwähnt. Ich habe geräumt und innerhalb von 30 Minuten ist sie von danke, dass du uns gut behandelt hast, auf du hast meine Laune zerstört und so ein Hure sie. Und ich war einfach nur ein gutherziger Mensch, mehr nicht. Ich habe Fernseher eingeschaltet und habe einfach Netflix von meinem Handy eingegeben. Sobald ich glücklich bin, kommt diese Bastarde in mein Leben, egal wie und woher. Also diese Prinzessin hat jetzt 100.000 Euro bekommen und jetzt will sie das zunichte machen, indem sie meine Brüder als Hurensöhne beleidigt. Genau so ist sie auch in Social Media zurückgekommen, weil sie eine ist. Ja. Ich habe dann da drauf, weil ich langsam Antipathie entwickelt habe, gegen sie geschrieben, geh mir nicht auf, sag, als ob ich irgendwas passiert ist. Was habe ich dir getan? Wegen Netflix. Was? Hör auf zu beleidigen, habe ich gesagt. Weil das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, Wallah, wenn jemand so mit mir spricht, ich ficke deine Mutter, du... Dann schreibt sie, fahr zur Hölle, weil sie Angst bekommen hat. Ich schreibe, Wallah, das ist passiert, schreibt sie. Sie hat bei einem Juden gelutscht. Ich so, hör auf, so zu reden. Okay. Diese Menschen allein, deren Namen bringen nur Wut in mir. Und dann habe ich sie blockiert, weil sie meine Brüder beleidigt. So habe ich sie geliebt. Und diese Nutten machen jetzt Content, einfach so, 4 Stunden lang, einfach und darüber sehr stark ist. Falls du sie aus einem Grund brauchst, irgendwas... ich habe ihr Geld geschickt, obwohl sie weg war. Da hat sie mich quasi wieder verlassen. So. Sie kam nicht zurück, obwohl ich das bezahlt habe. So auf den. Und ich habe ihr trotzdem, obwohl wir zusammen sind, meine Kinder sehen will, und die mir erzählt hat, sie muss noch wegen Hochzeit dort bei irgendwem lutschen und helfen. Ja, dann habe ich ihr trotzdem 200 Euro geschickt, 100 für mich behalten, 200 für sie. Und jetzt will sie damit ihre Mutter Uber fahren lassen. Dankeschön. Ich habe dafür meine Mutter gefickt. Ich habe ihr dann Hoffnung gemacht und gesagt, würdest du zurückkommen, ich komme ins ein fettes Haus und bald haben wir inshallah ein fettes Projekt vielleicht. So. Sie sagt immer, dass sie ein Hurensohn wird. So auf den. Sie sagt, ich halte nie mein Wort, ich verstehe diesen Streit nicht. Sie hat gesagt, was sie wollte. Ich habe gesagt, Alhamdulillah. Also das ist schon noch mehr Monate, wo sie nicht mehr da ist. Bis dann. Und ich habe sie halt einfach blockiert, weil sie mir ab da dich am Sack ging. Und das war 11. Juli. Da so, weil sie mich immer beleidigt hat, ist das jetzt. Da habe ich sie geblockt. Dann kam sie irgendwann zurück, nachdem sie diese 4 Wände wollte und ein bisschen Geld gefällt hat. Und ich habe ihr Waschmaschinen alles bringen lassen und sie hat mich angeschrien wie ein Nutzer und gesagt, das fehlt noch. Dann habe ich jemanden geschrieben, den ich kenne und gesagt, hey Bro, das fehlt noch. Also so bemüht war ich als Ehemann eigentlich, keine Ahnung, so. Und habe ihr das auch immer geschickt und gesagt, kannst du die Jungs dann fragen wegen dem Ding. Dann hat sie mich irgendwann gefragt, weil es ja Shirin auf der Bühne war und so auf Frauenrechtler, so tut, als ob ich sie schlecht behandle. Und so erstmal so eine Aufnahmen wie die hier habe ich immer für sie gebracht so, und immer an meine Frau gedacht. Und sie hatte ihr selber gesagt, dass ich für Frauen gut war eigentlich so, die mein sympathischer Kerl gewesen bin. Und eigentlich mögen mich Frauen, ich verstehe nicht, was ihr wollt, nur weil ich ein Mann bin. Hier hat sie mir gesagt, dass sie auf ein Konzert will und das war zum ersten Mal für mich, okay, sie ist endgültig eine Schlampe. Okay, das war so, okay, irgendwas ist da, aber... Möge Gott es nicht passieren lassen, weil sonst kriege ich Herzinfarkt oder werde Super Saiyajin. Beides ist passiert. Auf jeden Fall hat sie gesagt, im November bekommt man einen eigenen Platz. Daraufhin
Was habe ich getan? Habe ich sie angespuckt? Nein. Ich habe schon David geschrieben und ihr ein bisschen gelutscht und gesagt, kannst du ihr helfen? Und sie meinte, lass sie alleine kommen. Jetzt weiß ich, diese Nutten sich und sie wollte mir dort einfach fremdgehen. Solche Nutten sind Shirin David und Anis. Hättet ihr das gedacht, beide? Nein, ne? Haideet an. Und heute habt ihr doch beide gezeigt, ne? Geil, ne? So geduldig bin ich hier. Darum habe ich einen Schwanz und ihr Fotzen. Naja, ob das stimmt, wissen wir nicht, ne? Habe ich geschrieben, sorry, ich bin der Bodyguard. Ich würde auch niemals kommen. Wir machen das weiter aus Liebe, weil ich auch stolz habe. Köln, aber Oberhausen meinte sie, Abla. Spaß beiseite, wir freuen uns auch. Weil, Bruder, ich will auch bei einem schönen David nicht blauen. Ich scheiße auf sie und ihre Kunst und was sie auch denkt und ich fick auf sie. Sie macht aus kleinen Kindern Nutten. Soll ich dir jetzt applaudieren, du Nutte? Wärst du wenigstens korrekt und hättest du bei mir gelutscht, wäre alles gut. Auf jeden Fall habe ich diese Kleine so behandelt, wie ich kann. Und Dashi Abi war halt der Friseur, von dem sie meinte, dass er scheiße ist. Der Farid auch frisiert. Der hat mir eine Frisur für 150 gemacht, weil ich für ihn auch Videos gedreht habe. Also Kooperation, wo ich sogar noch unten zahlen musste. Das war ein sehr teurer Friseur eigentlich. So. Simultan immer, das brauchen wir nicht, das auch nicht. So. Sie lässt immer wieder mir Wut raus. Ich habe gesagt, mir sind auch scheiß tausend Sachen passiert. Lass bitte an mir keine Wut raus. Ich habe auch null Motivation. Sie sagt, ich erinnere dich einfach an alles. Ich meinte, es wird immer alles gut. Das war's. Sie hat mich trotzdem immer für Klicks ausgenutzt auf ihren TikTok während dem und auf Good Life und Good Family getan und so ihre Millionen Klicks gemacht. Und jetzt wollte sie bei einem anderen Rapper diese Millionen Klicks machen, erzählen diese Tschetschener, der eigentlich Moslem war, ist abgestürzt und ist ein Drogenjunkie, aber der nicht, der 20 Kilo wiegt. Und ich finde, der ist besser und so werde ich jetzt fame. So wollte sie sich das holen und so hat sie das auch einigermaßen auch geschafft zu tun. Muss man wirklich chapeauhaft sagen, trotzdem bist du eine Schlange. Und plötzlich schreibt mir Dima, dass ich Wochenende nicht zu ihm kommen soll und da habe ich Schock bekommen, weil es zu 100 Milliarden Prozent der Beweis ist, dass sie bei ihm gelutscht hat. Er meint, obwohl ich zu ihm kommen wollte, ich soll nicht kommen. Und währenddem meint meine Frau, sie muss zu Cousinen fahren. Deshalb wollte ich ja zu Dima fahren. Und meine Frau hatte das so geplant, dass sie mit mir dahin fährt, zu ihrer Cousine. Und ich zu Dima gehe und sie kennt Dima ja gar nicht. Versteht ihr so auf den? Sie hat nur gesagt, seid Freunde. Dann schreibt Dima plötzlich, ihr könnt Wochenende auf keinen Fall kommen. Heute ist viel zu viel los. Auch behinderte Leute, die uns nie wieder in Ruhe lassen. Ich kann nirgendwo hinkommen. Ich kann irgendwo hinkommen, wo ihr wollt, aber hier ist komplett unmöglich, sagt er. Muss er nicht sagen, heute geht nicht, heute wird richtig sad. Weil ich dann absagen will, dass sie nach Gütersloh fährt, weil es keinen Sinn ergibt, Bro. Wozu soll eine extra wegen deiner Cousine nach Gütersloh fahren, wenn ich nicht ins Studio gehe? Ich dachte, ich mache einen Song fertig, wo sie meine Karriere zerstören wollen. Wo es eh geplant ist, dass Maestro und diese ganzen Pederasch zusammen diese ganze Scheiße bauen. Wo sie eh wahrscheinlich auch bei jedem geblockt hat. Hadid Andalash. Ihr kleinen... Naja, ich kann eigentlich nur noch eine Sache sagen, dass gefühlt nur noch Sachen aus 2023 gezeigt werden, kurz vor Ehebruch. Kann sein, dass dann nach 7 Jahren Ehe, nach so viel Trouble, nach so viel Action, die passiert ist, dass dann da schon alles zu Ende ging, zu Bruch. Und er es vielleicht eingesehen hat und realisiert hat, ey, bald ist sie weg und sich vielleicht dann vielleicht da bemüht hat, um sie zu kämpfen, was aber zu spät war. Und das ist dann das Bild, was wir gerade gesehen bekommen, ne? Dass er im letzten Jahr nach 7 Jahren versucht, für sie zu kämpfen und sie aber nach 7 Jahren die Chance voll hat und einfach ihre Wut rauslässt. Weil wir sehen nur was von 23. Er schreibt dann, ich verstehe dich, aber das ist... Deswegen kann ich das hier alles nicht ernst nehmen, was er zeigt. Kein Spaß mit den Leuten hier. Ganz Bielefeld wird direkt erfahren. Dann kann... Sorry, Mais, was hätte ich hier geglaubt, aber hat nicht geklappt. Ich das Studio wegschmeißen von ihm. Okay. Wenn 100%ige Beweise aber rauskommen, dass innerhalb mehrerer Jahre davor sie schon mit Sunny fremdgegangen ist, so wie er es behauptet, dann, Bruder... Wir machen hier nochmal Verfahren, Aktenzeichen nochmal, wir rufen alles nochmal neu auf. Bruder, komplett eine Staatsanwaltschaft, Anwältin, das und nochmal volles Programm, Digga. Wenn das irgendwann rauskommt, Leute, mit Beweisen, Digga, wenn das stimmen sollte. Ich habe geschrieben, hast recht. Wenn ich hinfahre, die zu Cousine... Der überlegt gerade selber so, was kann ich jetzt als nächstes sagen? Cousine geht, hat die 50 Quadratmeter Wohnung, will mit denen nicht chillen, voll unangenehm. Also ich habe gesagt, ich will nicht nur zu... Wallah, habe ich gerade Bock auf einen Berliner Döner, bei Gott. ...diesen Cousinen fahren. Wozu? Einfach in diese Dings. Ich würde nur dahin fahren, wenn ich auch Musik machen gehe. Was ja nichts mit meiner Frau zu tun hat, wo ich jetzt erfahre, dass sie dahin gefahren ist und mit dem Sex drauf. Sonst Kindermontag, Freitag, Kindergarten, sag ich. Weil sonst habe ich keine Zeit für dich zu nutzen. Komm nächstes Mal einfach, Bruder, hat dich vermisst auf einer Homo. Das war's, wir hatten uns halt einfach 6 Monate nicht gesehen, 3 Monate nicht gesehen, keine Ahnung wie lang. Und wir hatten uns ab und zu für Musik getroffen, weil wir ein Label sind und Songs machen wollten. Aber jetzt habe ich verstanden, die wollten nicht alle zusammen irgendwie töten. Und das war am 19. August. Sorry, Bro, geht hier echt nicht, hab zu viel Geld in Renovierung, die ist das gesteckt, hab keinen Bock hier wegzugehen. Okay, ich verstehe. Ich, aber hast keinen Spaß mit den Leuten hier. Ganz Bielefeld wird erfahren. Dann kann ich das Studio wegschmeißen. Alles gut, kann ich verstehen. Ich habe gesagt,
lass uns beide selber was machen, wenn wir da nicht hinfahren. Dann hat sie geschrieben, nein, das ist alles schon zu viel Aufwand. Egal, soll jeder tun, was er will, bis später. Ich sag allen ab. Und er schreibt, viel zu hot, bewegen außerdem Kinder weglassen, ist voll behindert, wenn ihr die schon mitbringen müsst. Wir zusammen auf dieser Burg und sowas alles. Aber heute eh Katastrophe, wir kacken alle ab, Yunus auch. Also er meinte indirekt, komm das nächste Mal nur mit deiner Frau, was auch nicht so ist. Hier war das Geld, was ich immer verdient habe, um die ganze Scheiße abzuzahlen, was mein Leben gefickt hat. Hier war die Rechnung, die ich dann bezahlt hatte, so mit Unterschrift und so, weil ich gefragt... Die haben wir jetzt auch schon sehr oft gesehen, immer wieder dieselbe Rechnung. Hier war dann mein Konto, was von diesem Geld auf null war, weil mein Leben nur eine Frau gefickt hat. Hier war die Live-Überweisung von 30.000 Euro von den 36 oder 39 für die Hochzeit und 9 bis 10 bin ich denen noch immer schuldig und verschuldet und gefickt worden, weil ich sie jetzt nicht zahlen will, weil Buddha für diese... Schon hart, Digga. Aber da bin ich das geworden. Also 36 plus 10, 46 Millionen für die Hochzeit, okay. Ich habe mein Ding gemacht, ich habe einfach Lifestyle so durchgezogen, ist das. Und irgendwann hat sie halt auch angefangen zu posten, dies, das, jenes. Und was danach passiert ist, wisst ihr, was trotzdem nur beweist, dass das einfach nur kleine Missionen sind, die einfach nur versuchen wollen, meinen Schwanz aufzuhalten, weil ich auf sie einfach keinen Fick gebe und mein Ding mache. Lasst mich bitte in Ruhe. Und wenn ihr mich physisch angreift, werde ich euch auch angreifen. Wenn ihr nochmal über meine Mutter redet, rede ich auch über eure. Wenn ihr ab heute aufhört, höre ich auch auf. Mach einfach mein Content. Wenn ihr nicht aufhört, wenn ihr mich nochmal verhaften wollt, wenn ihr mich nochmal töten wollt, wenn ihr mir irgendwas noch auf den Hals setzt, wenn ich jetzt wegen dieser Frau, von der sie mir erzählen will, dass ich krank bin, obwohl sie mein Leben töten wollte, wenn ich wegen der irgendwas ein Haar von mir gekrümmt werde, werde ich bis zum Ende meiner Zeit Rache an euch nehmen. Aber nicht physisch. In meinen Videos. Als Spaß. Mit Witzen und Memes. Okay? Habt ihr jetzt verstanden? Schlagt mich nie wieder nach diesem Krass. Wenn ihr mich einmal angreift, greife ich dreimal zurück. Wenn ihr aufhört, höre ich auch. Verstanden? Dieses Video anstrengend. Okay, Leute, es geht weiter. Wir hatten kurz... nicht an die Story wolltet ihr. Ihr wolltet von Abu Gulu die Story. Okay. Abu Gulu Chatverlauf mit Shamsi vor 3 Stunden. Die haben damals wie nichts nutze Passwort geändert, um mich rauszuschmeißen. Diese Bade Wallahi. Jetzt äußert sich Abu Gulu dazu. Oh mein Gott. Okay, ich bin gespannt. Wallah. Man vergisst sein Netflix-Passwort. Und ändert es deswegen, die Frau deines Bruders nennt dich dann hinter deinem Rücken Bastard. Noch nie in meinem Leben habe ich diese Frau beleidigt, egal ob sie dabei war oder nicht. Dann sitzt sie noch vor der Kamera und versucht mir öffentlich zu schaden. Jeder, der mich schreibt und mich beleidigt hat, ihr solltet euch im Grund und Boden schämen. Ihr glaubt dieser Frau alles, was aus ihrem Mund kommt, ohne Beweise, ohne irgendetwas. Ich hätte niemals von dir erwartet, dass du so reden kannst, ekelhafter Mensch, du. Wie ihr seht, scheint es für ein Alim auch ganz normal zu sein, dass sie mich so nennt. Und dann wundert ihr euch, dass ich Abstand nehme. Tut mir leid, aber diese Fünkchen Würde besitze ich tatsächlich. Malik, Adam und auch ich haben euch nie was angetan. Ihr seid beides Menschen, die ihre dreckige Zunge nicht unter Kontrolle haben. Ich habe ernsthaft keine Kraft mehr für diesen Kindergarten. Und an die Zuschauer, ihr werdet alle verarscht von diesen beiden Menschen. Beide versuchen, ihre eigene Haut zu retten. Der eine zeigt euch nur offensichtlich, wie ihr tickt und die andere tut auf nette Prinzessin. Abschließend meine Worte ganz einfach dazu. Glaube ich zum größten Teil erstmal den Brüdern, die außenstehend sind, die damit nichts zu tun haben. Weil Abu Gulu kommt für mich schon sehr vertrauenswürdig rüber. Er ist schon ein guter Achi, der sehr, sehr gut rüberkommt. Und über die Jahre hat man auch eigentlich nur gesehen, wie gut er zu denen war. Und vor allem zu Anis, dass er auch zum Wohl nur das Beste für sie wollte, auch anhand der Chats. Und dass Anis über ein Abo so schlecht redet und ihn als Bastard beleidigt, zeigt sehr viel über ihren Charakter aus, dass sie auf jeden Fall ihre Zunge nicht unter Kontrolle hat und dass Mais und Anish sich schon sehr ähnlich sind und sich auch deswegen, dass sie deswegen so zueinander passen und sich deswegen auch wahrscheinlich gefunden haben. Sie passen zueinander. Ich sage, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Am meisten gebe ich den Brüdern recht und ich glaube, das, was sie erzählt haben über ihre Mutter, über die Familie, dass es die Wahrheit ist, dass sie eigentlich voll okay sind, aber Anis Eltern wahrscheinlich und ihre Familie gestört war und dass sie das Ganze vertuschen wollte. Ich glaube den Brüdern schon. Ich sage aber dennoch, dass Mais absoluten Schaden hat und ihr das Leben zur Hölle gemacht hat, aber dass Anis nicht ohne ist. Ja, sie hatte Beweise, sie wurde geschlagen. Und ja, wir haben keine Beweise, ob sie fremdgegangen ist oder nicht. Aber offensichtlich ist es klar, dass sie schon in einer Art und Weise sehr undankbar war, sprich sie Hochzeitssaal, dies und das, und ihre Zunge nicht unter Kontrolle hatte. Sie hat schon in ihren Statements sich ein bisschen anders gegeben und versucht, einen auf Engel zu machen und meine Familie ist gut, eure Familie ist schlecht. Ich sage euch so, wie es ist. Jeder versucht am Ende des Tages sich reinzuwaschen und jeder bringt irgendwas mit hier in diese Sache mit rein.
Jeder hat irgendwelche Fehler gemacht. Jeder trägt sein eigenes Päckchen und irgendwas ist da. Irgendwas ist da. Am Ende des Tages, beide jucken mich nicht. Mich interessiert das alles nicht mehr, Digga. Wallah, macht eure Sachen. Das hört mir ein bisschen zu viel, Digga. Weil auch wo ich das gerade lese, Bruder, ein Abu, der sich so für sie eingesetzt hat und so viel Gutes getan hat, das größte Herz, das gerade verletzt ist, ist, glaube ich, von Abu. Auf einmal liest er hier, wie zum einen eine Anis hinter seinem Rücken ihn todesbeleidigt auf, Bruder, mit Bastard und so, was, das geht gar nicht. Und zum anderen bekommt er mit, wie sich sein Bruder noch nie für ihn eingesetzt hat und das einfach so durchgehen lassen hat. Bro, wenn meine Frau über meinen Bruder so redet, dann wird erstmal Tacheles gesprochen, dann kriegt sie erstmal richtig Anschiss von mir. Du kannst nicht über meine Familie so reden. Vor allem, wenn meine Familie so gut zu dir war, sprich mein Bruder, in dem Falle Abo. Auch noch wegen Netflix, Digga. Audi Billah. Dass sie sich wegen Netflix streiten und als Bastard den beleidigen. Da tut mir Abo ein bisschen leid. Also wie gesagt, meine Meinung, Digga. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Absolut kranke Scheiße. Ja, du wurdest geschlagen, aber ich glaube, du bist auch nicht ganz ohne. Und ich bin gespannt, ob am Ende des Tages Beweise rauskommen werden, ob sie fremdgegangen ist oder nicht. Dann werden wir das ganze Verfahren nochmal neu aufholen. Aber bis dahin, Digga, chalas. Es müssen Tage vergehen, damit wir diese Scheiße vergessen. Das ist einfach zu krank, Digga. Zu kranke Scheiße.